Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Schön, dass du da bist, Shyam. Wir hatten vor einiger Zeit schon einen Podcast gemacht, hast du über deine ganze Lebensgeschichte erzählt, reflektiert. Und heute dachten wir uns, wir kommen wieder zusammen und sprechen weiter über spirituelle Themen, vielleicht auch in einem modernen Kontext. Und frag dich da eingangsmäßig, ja, was beschäftigt dich gerade, was liest du gerade, was studierst du, über was meditierst du, was ist so dein Fokus gerade in deinem Leben und vielleicht auch in deinem spirituellen Leben? Ja. Also erstmal vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ich hoffe, es waren nicht zu viele negative Kommentare nee, unter dem letzten Post. Nee, aber ich habe gerade niemanden anderen gehabt. Ja, sonst. Ich dachte auch schon. Also es war ja gerade Go Punim, der Erscheinungstag von Lord Chaitanya. Und natürlich habe ich dann versucht, auch ein bisschen über Lord Chaitanya zu lesen. Meiner Meinung nach habe ich ein sehr gutes Buch bekommen. Und zwar von einem Schüler von Go Govindaswamy, Chaitanya Chandra Prabhu. Das ist der Tempelpräsident von Gadagiri und der auch mittlerweile selber einweihender spiritueller Meister ist. Ja, ich fand das sehr interessant, weil waren sehr viele gute Verse in den Veden, die Mahaprabhu praktisch etablieren. Ne? Die kannte ich manche sogar noch gar nicht, also fand ich sehr interessant. Und natürlich, jeder, der Guru Govindaswamy schon Lectures gehört hat, gelesen hat, das war so ein bisschen sehr nah am Guru in dieser Stimmung, aber es war eben als Vorbereitung für Go Punim, fand ich das sehr, sehr gut. Aber vielleicht frage ich dich da gleich, Verse aus den vedischen Schriften, die über Chaitanya Mahaprabhu sprechen. Das wäre ja eigentlich ein sehr gutes Argument, auch gerade für Leute, die von Mahaprabhu nicht viel wissen, dass man zeigen kann, der wird wirklich prophezeit in den sehr alten vedischen Schriften. Genau. Ja, ja, kannst du da noch ein bisschen drüber sprechen? Naja, es gibt tatsächlich Hinweise in den Upanishaden, in den Puranas, andere Schriften, wo wirklich darauf hingewiesen wird, dass eben der Yuga-Avatar, sag mal Yuga, ne, ja, Yuga-Avatar im Kali-Yuga, dass es eben in der Rolle eines Devotis ist. Es werden Attribute, manchmal werden sogar die Eltern erwähnt. Ne? Man müsste jetzt natürlich nochmal jede einzelne Aussage rausnehmen und genau analysieren, aber es waren eben, man kennt viele, weil unsere Acharyas ja eben auch das eben diese Position Mahaprabhus, dass er nicht nur ein Devoti, ein Prophet war, sondern eben Swayam Bhagavan Krishna selbst, haben ja schon sehr viele Verse herausgesucht aus den ganzen vedischen Schriften, um ihm das zu etablieren. Und das hat eben der Devoti auch in seinem Buch so niedergeschrieben. Und manche waren mir zumindest nicht mehr in Erinnerung. Und die fand ich natürlich sehr interessant. Also es war mehr, als ich in Erinnerung hatte. Also, ja, und ja. Das fand ich schon mal sehr gut. Und das ist natürlich klar, wo man sich immer wieder drauf besinnen muss. Also es gibt ja auch das Ganze im Christentum, wo die Christen eben sagen, Jesus wird im Alten Testament hier und da vorhergesagt. Und dann gibt es eben andere, die Juden, die dann eben sagen, nee, das ist eben anders gemeint, nicht auf den Jesus und so weiter. Und ja. Und das mag ja auch so sein, dass manche sagen, hey, diese ganzen Textstellen, die sehen wir uns mal im Detail an und vielleicht auch ganz andere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Genau. Oder was? Ja, also, oder sind manche dieser Verse auch so unzweifelsfrei, dass man sagen kann, nee, da kann doch nichts anderes gemeint sein? Ich denke, da gibt es schon ein paar. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob das Sanskrit oder Bengali, aber wahrscheinlich Sanskrit, ob das jetzt in allen Versen dabei stand. Ich bin jetzt natürlich kein Sanskrit-Experte, aber man schaut dann doch manchmal bei gewissen Wörtern, ist das dann wirklich so im Original Sanskrit oder ist es eine Bhakti Vedanta, also aus der Sicht von Bhakti, aus unserer Tradition so gedeutet. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall ein paar Verse, die unzweifelhaft das bestätigen. Schon sehr klar sind. Ich habe jetzt leider nicht das dabei, das hätte ich euch vorgelesen. Ja, das war auch gar nicht das Sinn der Sendung. Wir reden ja einfach mal locker, was dich gerade interessiert. Genau, also das war so vor Go Punim und dann als kurz Go Punim kam, bin ich auf eine Biografie von Prabhupada gestoßen, die ich schon lange auf meinem Kindle habe, aber die ich, glaube ich, nie gelesen hatte, und zwar von Umapati Das. Oh. Also Umapati war unter den ersten Schülern, wurde vor Kirtananda eingeweiht und also von der ersten Einweihung dabei. Ist natürlich sehr viel aus dieser New York-Zeit, Hippie-Movement und so weiter. Und auch, die haben ja praktisch, die wurden erst eingeweiht und haben dann erst über die Prinzipien erfahren. Ja. Also sehr interessant, immer wieder das zu hören. Und das ist also sehr, ja, auch die Zweifel, die praktisch in diesen Zeiten schon hatten, ne? Wie das langsam mit Swamiji, also Prabhupada, so aufgebaut hat, fand ich nochmal sehr interessant, das zu sehen. Ne? Und auch die Toleranz von Prabhupada. Also er hat selber gesagt, manche Devotis, die haben noch Fleisch gegessen, sind zum Tempel gekommen,
haben vielleicht auch nicht jeden Tag geduscht. Also selbst für ihn als Hippie damals war das schon krass, aber was Prabhupada eigentlich toleriert hat, um diesen die Menschen oder Devotis eben diesen Samen zu geben und sie zu fördern. Und natürlich sind alle, er beschreibt auch, wie er weggegangen ist, nicht mehr gekommen ist, und dann andere sind weggegangen, wieder gekommen. Also so dieses, ja, das ja. war sehr interessant. Also bin ich noch dabei bei dieser Biografie. Aber Srila Prabhupada, in einer Hinsicht konnte er ja gar nicht anders. Ne? Er war ja sehr intelligent und hat verstanden, ich muss jetzt mit einer gewissen Toleranz und Geduld hier ran, ich kann sie nicht überfordern mit Regeln und Anforderungen. Er war froh über jedes Interesse, das die Menschen gezeigt haben, die jungen Menschen gezeigt haben, und hat dann einfach aufgebaut und sie zu weiteren Disziplinen eigentlich gebracht. Ne? Ja, ja, also auch mit dem, ich glaube, das erste Janmashtami wurde dann auch beschrieben, wie dann Prabhupada plötzlich gesagt hat, okay, jetzt wird gefastet. Mhm. Und das war natürlich, was, wieso das? Also, oder ja, also so verschiedene Sachen. Manchmal einfach so aus dem Nichts, die kamen so aus dem Nichts. Ne? Und ja, Prabhupada hat vielleicht durch seine Persönlichkeit konnte das auch machen, aber es war natürlich nicht, dass alle gesagt haben, okay, Prabhupada hat es gesagt und deswegen machen wir das. Also da waren doch schon auch viele Zweifel und was ist denn jetzt los? Und dann hat er, glaube ich, vor der Einweihung oder nach der Einweihung gesagt, so, ihr müsst mich jetzt verehren wie Gott. Ja. Also, warte mal, hast du nicht die ganze Zeit gepredigt, der Guru ist nicht Gott? Also so hat so ein paar Sachen rausgehauen, zu einem richtigen Moment wahrscheinlich. Und dann hat es erstmal so gewirkt und natürlich der Geist, die Intelligenz, alles hinterfragt. Und ja, also Miracle, wie das Ganze entstanden ist auf jeden Fall. Und, aber sehr interessant und also historisch auch. Hast du sowas Ähnliches auch erlebt, als du gejoint bist? Bist du an einem sehr toleranten und anfängerfreundlichen Klima der Hare Krishna Bewegung beigetreten? Also ich muss sagen, als ich mich dafür entschieden habe, ich war eher so, hat das Prabhupada gesagt? Okay, dann mache ich's. Also ich kann mich erinnern, ich bin dann, als ich dann, wie gesagt, vegetarisch wurde ich dann, als ich das erste Mal Prabhupadas Bücher gelesen habe, dann beim zweiten Mal habe ich gelesen, ach, keine Eier. Also Prabhupada steht keine Eier, klar. Also ich habe Eier geliebt, aber hab's dann halt nicht mehr gegessen. Es war dann, ja, Frühstücksei oder was. Oder? Spiegelei und ne, also so diese Sachen. Oder in den Spätzle. Oh. Schwäbische Spezialität ist Spätzle. Ne? Und die schmecken natürlich nur Eierspätzle. Also das ist sehr gut. Viel Hingabe bewiesen. Genau, und das war aber irgendwie Prabhupada sagt, oder die Schriften sagen das, und war das irgendwie für mich ganz klar. Ich kann mich erinnern, ich bin dann, habe ich glaube ich auch damals erzählt, auf Kerzenverteilung gegangen. Mhm. Und da war ein Devotee, der hat Schokolade gegessen. Das war damals noch ein absolutes No-Go. Heutzutage sind die Devotees da ein bisschen, wie sagen wir, individueller. Und dann habe ich gedacht, wieso isst du denn Schokolade? Es heißt doch ganz klar, man soll es nicht machen. Also war es für mich so gar keine Frage. Ja. Also ich habe irgendwie alles so ab einem gewissen Punkt so akzeptiert. Und wenn ich es noch nicht gehört habe und dann gehört habe, dann war es klar, okay, muss ich irgendwie integrieren. Mhm. Also, ja. Weil ich bin in einem sehr anfängerfreundlichen Klima gejoint. Mhm. In Wien, als ich da gejoint bin, das war, also ich habe, mein erster Dienst war, den Tempelraum zu reinigen. Und da habe ich mir gleich das Radio angemacht mit Shelter. Ja, okay, aber Shelter. Ne? Wenigstens Shelter. Ja, ja. Habe Shelter ziemlich laut aufgedreht, Tempelraum geputzt. Ne? Bis mein Bhakti Leader gekommen ist. Ja, zumindest vielleicht nicht so laut. Ne? Mach's vielleicht nicht so laut. Ja, ja, ja. Oder Schokolade in der Pause auf Sankirtan, das war normal. Ah ja, 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 genau. Also wurde bei uns war das normal. Ja, ja, ja. Aber große. Die Großen. Jeder eine Große. Also bei mir hat es angefangen mit weißer Schokolade. Irgendwie kamen die Gerüchte, dass weiße Schokolade... Gerüchte, weiß ist Bonafide. Obwohl eigentlich die Kakaobutter, glaube ich, das Schlimmere ist. Aber egal. Ja, ja. Also mittlerweile esse ich ab und zu Schokolade. Aber damals war das halt absolut wichtig aber, dazu. Aber du bist halt mehr noch in dieser Art Harikesh-Zeit und Klima gejoint. Und ich bin so in dieser Brito-Zeit in Wien mit einem ganz neuen Tempel auch, ja, wo man viel toleranter war. Und der bestand ja aus ganz neuen Devotees, die viele ihrer Nathas noch mitgebracht haben. Ja. Also beim Prasadam, das Thema war sicherlich auch Krishna, aber dann natürlich, ja, welche Drogen hast du genommen, welche coolen Erfahrungen hast du gemacht, und es ist also ineinander geflossen. Ja, Krishna-Bewusstsein und Stay High Forever. Also ja, also bei mir war das damals schon klar getrennt, würde ich sagen. Also ja, du bist noch in einer die anderen Zeit gekommen, da gab es auch nur maximal durftest du geschmackslos, also so Plain Joghurt. Aha, ja, ohne, ja, nicht jetzt Vanillejoghurt und nicht Erdbeerjoghurt, aber so Plain war noch okay. Das durfte man auf Sangetan, also auf der Buchverteilung, noch so kaufen. Alles andere war wirklich nur von Vaishnavas gekocht, was wunderbar ist. Eigentlich super. Eigentlich super. Also ich
ja, hier in Mayapur ist es ein bisschen einfacher, weil überall in jedem Restaurant kriegst du eben Prasadam oder zumindest hoffst du, dass es Prasadam ist. Das ist natürlich einfacher, aber das ist generell was Gutes, aber es war natürlich, wie gesagt, ein bisschen strikter. Ja. Zurück zur Umapati-Geschichte. Mhm. Ich meine, ja, so offen kann man ja sein, Umapati ist zwar einer der ersten Devotis, aber kommt ja auch aus ein bisschen problematischem Hintergrund und hat dann auch seine Probleme in den späteren Jahren dann auch wieder, kamen ja wieder zum Vorschein. Ne? Ja, also da habe ich jetzt noch gar nicht in seinem Buch drüber gelesen, also natürlich seine Drogengeschichten und so, aber jetzt, ich glaube, meinst du die sexuelle Orientierung? Ja, er hat ja mit Kirtanand und Hayagriva, die haben in einer WG gewohnt. Genau. Die Moth Boys, oder wie hießen die? Mod Street hieß die Wohnung in der Mod Street, ja. So hieß das, also so. Und die waren ja alle drei homosexuell. Ja, da schreibt er aber ehrlich gesagt gar nichts drüber. Also wahrscheinlich ich habe noch nichts gelesen. Es war vielleicht, ich weiß auch nicht, wann er das Buch publiziert hat. Eben, ich denke, ob das in dieser Zeit schon so. Ich glaube, das ist kein neues Buch, oder? Ich glaube nicht. Also ich habe es irgendwie auf meinem Kindle gefunden und dachte, habe ich das schon gelesen? Weil ich ist ja immer, man könnte ja sagen, die Gospeln, also die Evangelien nach den ersten Schülern, ne? Ja. So, und das ist natürlich sehr interessant immer. Und jeder hat also viele Geschichten. Liest du auch in anderen Biografien, aber aus einer anderen Sicht vielleicht. Ne? Und das ist natürlich, also ich. Ja, so als Zeitzeugnis ist es schon genau. Hilfreich und relevant, genau. Aber sagen wir mal so von einem spirituell erleuchtenden Status, vielleicht nicht, dass man denkt, oh, das ist jetzt ja, sind die Worte des sehr großen genau. Erhabenen, sondern einfach als Zeitzeugnis. Genau, Zeitzeugnis, also wichtiges historisches Dokument, würde ich sagen. Was jetzt gerade ist, dass so Kirtananda Maharaj, er wurde dann Swami und ist auch damit, also er war auch derjenige, der den zuallerersten Safran Dhoti in New York getragen hat und so weiter. Und dann aber auch wieder gemerkt hat, oh, die Leute reagieren gar nicht so gut drauf und hat es wieder ausgezogen. Also es war auch nicht, dass Prabhupada ihm das so aufgelegt hat. Also es war sein Enthusiasmus, war er erst mit Prabhupada nach Indien eben und hat da eben auch Sannyas bekommen. Genau, ja. Und er hat das so ein bisschen auch hier da so hingebracht. Und er ist dann irgendwie abgewichen. Also er hat dann wirklich auch, ich glaube, Gemälde aus dem 26 Second Avenue wieder genommen, hat das meine und ist dann irgendwie, hat dann das verlassen, den Tempel und Prabhupada hat dann, also genau, war so ein Cut. Mittlerweile ist er im Buch schon wieder zurückgekommen und hat New Vrindavan da etabliert oder ist gerade am etablieren. Also dieser Aspekt ist sehr interessant auch aus vom Freund, also er schreibt über seinen Freund, das waren ja Freunde, aber ja, also nicht im Detail, aber zeigt das natürlich auch, diese Abweichung. Aber eben über die anderen Sachen hat er jetzt nichts geschrieben. Vielleicht war das damals noch nicht politisch korrekt. Wahrscheinlich nicht. Oder man wollte sich also nicht outen. Ja, vielleicht wie im Fußball. Die sind noch nicht so weit, dass Homosexuelle Fußball spielen. Ja. Da wird es dann erst nach der Karriere bekannt gegeben. Aber du sagst Abweichung. Darüber habe ich heute auch nachgedacht, weil wir in der Hare Krishna-Bewegung ja diese Erfahrung machen mit Abweichung, Abspaltung, institutionelle Veränderungen und alle Religionen der Welt haben ja diesen Wandel durchlaufen. Es gibt ja keine Religion, die mehr in ihrer Urform präsent ist und die sich nie gewandelt hat. Alle haben sich geändert und es gibt von allen unzählige Versionen von. Mhm. Und so sehen wir das ja auch in der Hare Krishna-Bewegung. Das ist ja mittlerweile, ich meine, die Hare Krishna-Bewegung ist ja doch schon über 50, fast 60 Jahre alt. Also ISKCON, ja. ISKCON, ja, die Hare Krishna-Bewegung. Ja, die genau. Hare Krishna-Bewegung. Nur Goethe dich mit dem Siegel. Und allein in dieser kurzen Zeit gibt es ja schon so viele, sagen wir mal, Abspaltungen, die ja teilweise zu neuen Traditionen, vielleicht kann man sogar Religion sagen, geworden sind. Genau, ja. Ja, die katholische Kirche hat es ja, ich sag mal, gut unter einem Deckmantel. Ja. Ne? Und das fehlt ISKCON noch ein bisschen, also nach 50 Jahren und katholische Kirche 2000 Jahre. Aber die haben natürlich verschiedene Betonungen der Praxis vereinen können unter einer Glocke, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch, was in ISKCON kommen wird, dass man halt, sobald nicht da eine kleine Abweichung ist vom Verständnis vielleicht oder von der Praxis, dass man sich nicht gleich das abspalten muss und ne? Also dass man das eher integrieren kann und sagen, ja okay, ist eigentlich von der ursprünglichen Lehre keine Abweichung, es ist nur eine Abweichung vielleicht in der Praxis. Oder im kulturellen Verständnis. Oder im kulturellen Verständnis, genau. Ich habe gerade auch ISKCON History von einem Devoti gehört, dass eben auch, ich glaube, von einem sehr bekannten Swami, der hat auch etablieren wollen, dass eben gewisse andere Freiheiten, sage ich mal, im Westen gelten als im Indien.
Also wir können das Thema Guru nehmen, dass Frauen Einweihung geben im Westen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel für die westliche Gesellschaft ist das so absolutes, egal ob es Männer oder Frauen sind, wenn die sehen, hier sind nur Männer praktisch haben diese Rolle, dann ist das negativ. Ne? Und in Indien wäre es genau andersrum. Die würden sagen wahrscheinlich, was eine Frau, gibt ja Einweihung, wie kann das sein? Das ist ja gegen unsere Kultur, so ein bisschen. Obwohl es das ja auch häufig gibt. Und so muss man das gemäß Zeitort und Umständen, glaube ich, auch sehen. Und man muss nicht unbedingt einen Cut machen, eine Abspaltung. Man kann das eigentlich unter einem gewissen Banner leben. Aber da gehört auch sehr viel Reife dazu und auch eine gewisse Sicherheit, weil man ist oft unsicher, wenn jemand was anderes macht als du. Das ist ja schon im Dienst. Ne? Der eine ist dann das Buchverteiler und dann wird der eine Puchari und dann sagt man, ist ja gar nicht so toll wie mein Dienst, weil man muss sich selber das nochmal gut reden, wieso du das eigentlich machst. Und ich glaube, da muss halt eine gewisse Reife her und ich hoffe, dass das in Zukunft so sein wird. Ne? Muss letztendlich, weil sonst wird die Einheit verloren gehen, weil man das nicht vereinheitlichen kann. Und man muss dieses Prinzip Einheit in der Vielfalt oder Vielfalt in der Einheit, kann man glaube ich so oder so sehen letztendlich, muss man anwenden, um die Gemeinschaft sozusagen zu halten. Ja? Mhm. Aber es ist super schwierig, weil jede Religion kann auf unterschiedlichsten Arten und Weisen verstanden werden und teilweise vielleicht auf komplett gegensätzliche Arten und Weisen sogar. Und wie willst du das unter einem Deckmantel haben, dass du innerhalb einer Religion zwei Strömungen hast, die sich fast sogar widersprechen? Ja, also man muss natürlich auch immer von Fall zu Fall sehen. Also ich kann mich erinnern, dass es gab auch einen Devote, der dann irgendwie nach Prabhupads Verscheiden Prabhupad gechannelt. Und dann hat er natürlich irgendwie gewisse, also so ein bisschen auch katholische Christentum, ja. Weil, wer war es, Paulus? Mhm. Paulus, nicht Petrus, Paulus. Der hat ja Jesus auch nie getroffen, ja, genau. Aber er hat ihn praktisch dann im Geiste mehr oder weniger. Saulus zum Paulus. Genau, im Geiste mehr oder weniger. Er hat eigentlich das Christentum bekämpft. Ja. Und hat dann, es gibt auch, also kannst du verschiedene Theologen fragen, gewisse Abweichungen, sag ich mal, seiner Doktrin und was Jesus gelehrt hat. Gibt es natürlich wieder, alle haben eine andere Meinung dazu, aber es gibt solche Sachen. Ne? Er hat ja eben, sag ich mal, eher Christus im Geiste oder Jesus im Geiste empfangen. Also ein Ludwig. Ja. Fast ein Rittweg. Weiß nicht, ob es. Ja, könnte man vielleicht in diese Richtung gehen. Weiß nicht, aber er war auch derjenige, der überhaupt das Christentum auf diese Weltbühne gebracht hat. Genau, also deswegen. Weil es nach Rom gebracht hat und darüber wurde es dann letztendlich eine Staatsreligion. Genau, also ist ja auch nicht immer alles schlecht. Ich will das jetzt auch gar nicht beurteilen, nur einfach nur so aufzeigen. Und da muss man halt wirklich fragen: Tut dieser Devote jetzt wirklich Prabhupada channeln? Ja. Vor allem, vielleicht widerspricht er dennoch den Originalaussagen von Prabhupada. Wer hat Prabhupada gechannelt? Ich glaube, Amoghalila Prabhu, damals, also ein Prabhupada-Schüler, nicht der hier. Das war, glaube ich, das habe ich. Und was war die Botschaft? Ich weiß nicht mehr, aber es klang auch, also ich weiß nicht, ich habe vom Seminar von Ravindra Soh Prabhu, er hat das erwähnt und er meint auch, dass, also hat er natürlich ein bisschen mit Humor auch erzählt, aber meint, es klang auch wie Prabhupada ein bisschen. Also er hat das schon so ein bisschen, ne? Und dann irgendwann war, glaube ich, so gewisse Sachen, die dann nicht mehr vereinbar war oder so. Ja. Also nicht alles kann natürlich unter diesem Schirm existieren. Das ist ja auch in der katholischen Kirche so. Ja. Ja, dann, also wenn jetzt, da wäre jetzt wahrscheinlich ein No-Go, eben das Evangelische, wenn du den Papst rejectest, also ablehnst oder die, das würde dann wahrscheinlich nicht mehr passen, dann musst du schon außerhalb dieser Bewegung. Aber wir haben ja einige Sachen, die, sag ich mal, würde ich sagen, unter diesem Deckmantel vielleicht so ein bisschen leben könnten, existieren könnten. Das eine war Krishna West, eben, dass in der westlichen Welt ein anderer Approach da ist als in Indien, dass man eben nicht wie ein Inder leben muss, denken muss, essen muss, sondern dass man einfach seine Kultur die Sachen lebt und die dann auch Krishna mit Liebe und Hingabe opfert. Und weiß nicht, was gibt's noch? Was könnte noch unter diesem... Gibt es da noch ein paar Strömungen? Also es gibt noch das Ritwig-System, das würde jetzt sagen, das wäre jetzt inkompatibel. Inkompatibel, weil es halt den GBC nicht akzeptiert. Genau. Und weil es das Guru-System nicht akzeptiert. Das Guru-System, das wäre das primäre. Das wäre jetzt zumindest in der... Aber dass jetzt jemand mehr Fokus vielleicht auf Prabhupada legt, als auf seinen einweihenden spirituellen Meister, ist ja legitim. Legitim kennen wir ja von den Acharyas. Ich glaube, ich überlege gerade, was nicht, Vishwanath Chakravarti Thakur... der vor allem mit Rupa Goswami so eine starke Verbindung hatte, obwohl er da einen anderen, also es gab einen Acharya, der auch
er sich auf einen vorherigen Guru mehr so bezogen hat oder mehr inspiriert war, sage ich mal, der eben halt nicht mehr physisch präsent war. Also sowas gibt es in unserer Tradition auch. Ne? Ja. Und ich denke, Tempel zu Tempel, gemäß Alter des Devotis, der eine legt dann mehr Wert auf die eigene spirituelle Praxis, der andere mehr aufs Predigen, der eine auf das Brückenpredigen, ne? Der hat dann das Gefühl, ich kann Krishna Bewusstsein am besten so präsentieren, dass es irgendwie, ja, nicht erstmal so in der reinen Form, strikten Form eben nicht, also eher dieses Liberale. Und dann gibt es manche, die wollen einfach ganz klar diese Reinheit behalten und eben sich nicht da verwässern lassen. Ja. Ja. Das gibt's alles. Also es sind jetzt so keine eigenen Bewegungen, aber wenn man oft diese, sag ich mal, prominenten Devotis, die vielleicht einen dieser Pfade oder einen dieser Sachen vertreten, dann hat man manchmal das Gefühl, dass sie oft drüber nachdenken, muss ich jetzt mein eigenes Ding machen oder muss ich das so, also ja. Ne, das hört man von den Liberalen als von den Konservativen, richtig. Man beiden. Ne? Hört das ja gerade in ISKCON, dass manche meinen, wenn dieses Female Diksha Guru Thema kommt, dann muss ISKCON sich spalten. Genau, das ist dann so das. Ja, das ist jetzt die größte Herausforderung, glaube ich. Ne? Ja. Ja, also ich sage, gibt viele Meinungen dazu und man muss alles in Kontext sehen. Ich persönlich, ich oute mich, ich denke, wenn eine, egal welche Körper die Person hat, wenn sie qualifiziert ist, kann sie auch dieses Amt eines Gurus tun. Prabhupada hat selber gesagt, es werden wahrscheinlich sehr wenige Frauen sein, weil die eine andere Psychologie haben vielleicht. Aber ich denke, es gibt auch Devotis und ich denke, nicht alle Männer haben es wirklich wunderbar gemacht in ISKCON. Also dann kann er einfach mal, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass aufgrund der Verfehlungen der männlichen Gurus wir jetzt weibliche Gurus brauchen. Das wäre nicht die Lösung. Das wäre jetzt der falsche Ansatz, ja. Aber ich denke, wie gesagt, wir haben vorhin gesprochen, Lecture gehört von, oder hat ein Devote erwähnt, eben wo Prabhupada sagt, alle seine Schüler sollen eigentlich Gurus werden und dann denen ihre Schüler auch wieder und dann gibt es irgendwann Millionen und so weiter. Also ich sehe das jetzt nicht. Und die Tradition zeigt ja, dass es diese paar Ausnahmen gibt. Ja, klar. Wenn man jetzt immer sagt, naja, aber die war ja selbstverwirklicht, ja. Dann kann man ja auch sagen, ja, der Guru damals war ja voll selbstverwirklicht, sind das jetzt alle Gegenwärtigen? Also ja. Das Argument finde ich jetzt nicht so tragen. Natürlich muss man sich auch nicht mal dem Zeitgeist beugen, das ist auch so eine... Es sollte nicht aufgrund des Zeitgeistes sein, sondern aufgrund der spirituellen Liberalität. Ja. Das, was die Spiritualität erlaubt, aufgrund ihrer eigenen Kraft, dass es deshalb möglich ist und nicht, weil es jetzt in Vogue ist oder weil wir denen gefallen sollen. Genau. Passt halt dazu, hilft dann auch im Predigen, aber eigentlich gründet es in der Möglichkeit, dass sie jetzt nicht gegen die Sampradaya gehen. Ja. Und ich meine, wenn jemand sich dieser Person, also es gibt ja anscheinend schon also weibliche Lehrerinnen, die aber halt noch nicht dieses Amt eines Gurus, eines Einweihungsgurus haben, die aber Schüler oder Schülerinnen haben, die eigentlich eingeweiht werden wollen von dieser Person. Die nur warten, bis es möglich Und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, wenn die Person das Gleiche erzählt, was die anderen auch erzählen. Oder das, also wenn jetzt, also deswegen sehe ich da kein Ding. Aber es gibt halt diese kulturellen Gegensätze und das ist auch verständlich. Aber ich denke, es kann nur gelöst werden, wenn man diese Gegensätze akzeptiert. Ja. In der westlichen Welt vielleicht eine Sache und in der östlichen Welt eine andere. Ja. Aber bezüglich dem Guru-Thema, ich meine, es sollten nicht nur Frauen Gurus sein, sondern grundsätzlich sollten viel mehr Devotis ermächtigt werden, Gurus zu sein. Ich glaube, es gibt viel mehr Devotis weltweit, die Gurus sein könnten, als wir, und wir machen sie nicht zu Gurus eigentlich. Ja. Zu Lehrern, zu qualifizierten oder sagt man autorisierten Vertretern der Hare Krishna-Bewegung, der vedischen Tradition. Es gibt halt so eine, ich sag mal, so einen schlechten Beigeschmack in ISKCON, weil eben diese anfänglichen Nachfolger von Prabhupada eben halt dieses Guru-Amt gedacht haben, sie müssen erstmal diese gleiche Stellung, spirituelle Stellung haben wie eben Prabhupada, was wahrscheinlich erstmal nicht möglich ist. Ja. Und dass es einfach ein bisschen mehr down to earth sein soll, also ein Lehrer. Zum Lehrer habe ich automatisch Respekt, der weiß einfach mehr als ich, das ist ja in jedem Berufszweig so, ist an der Universität so, aber muss der jetzt irgendwie mit Krishna persönlich nur noch reden und weißt du so, muss das sein? Nee, ich glaube, er kann auch so schon ein Guru sein,
in seiner Qualifikation halt. Genau. Ne? Es kann ja sein, dass du irgendwann einen, wenn du fortgeschritten bist, einen anderen Guru annehmen kannst. Das ist ja auch legitim. Du hast ja einen Diksha-Guru, aber viele Shiksha-Gurus. Genau. Also, und ich denke, der Diksha-Guru, angenommen, der Diksha-Guru merkt, mein Schüler, ich kann den gar nicht, der ist schon fortgeschritten als ich vielleicht, der muss auch diese Einsicht und Reife haben und ihn auch gehen lassen und weiterschicken, muss sagen, hey, du hast bei mir alles gelernt, geh jetzt zu dem, da kannst du noch mehr lernen. Genau. Also man kann ja schon sehen, dass in ISKCON jeder ältere Devoti gibt Ratschläge zu anderen. Ne? Ist halt nur nicht keine formelle Beziehung. Keine formelle Beziehung. Und dann kommt halt nochmal dieser Aspekt von der Einweihung zusammen. Prabhupada schreibt ja auch, oder sagt auch, wenn man eben zu viele Schüler annimmt, dass die Reaktionen der Schüler einen selber zu Fall bringen können. Deswegen muss man auch schauen, wenn man eben nicht auf so einer Ebene ist, wird wahrscheinlich auch nicht viele Diksha-Schüler haben. Deswegen, genau, braucht es sehr viele und die vielleicht einfach in einer gewissen normaleren Sicht zu sehen. Also ja, richtig. Wie einen, ich sage jetzt mal, einen Priester. Ja. Ein Priester hat man eigentlich auch Respekt, der lehrt die ganze Gemeinde und so weiter, aber der ist jetzt nicht man denkt, der vielleicht, Übermensch. Genau, also es ist. Das ist ein Problem, ja. Nicht nur wir haben in der Hare Krishna Bewegung oder hatten, ich denke, es ist schon ein bisschen gemäßigter, aber viele spirituelle Traditionen, gerade wo der Guru vielleicht nicht mal nur als Diener Gottes dargestellt wird, sondern teilweise ja auch als Gott selbst verstanden wird. Genau, das gibt es ja auch, ne? Gibt es momentan ja auch, genau, dass da jemand. Habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Also wir reden ja gerade, was einen beschäftigt. Habe dir auch, glaube ich, einen Beitrag geschickt, den du ja schon gesehen hast, über einen Vaishnava, könnte man sagen. Scheinbar. Den die Schüler, also nicht in ISKCON, aber die Schüler mittlerweile auch zu Gott stilisieren, sage ich mal. Also, aber ich frage mich, wurde er von den Schülern stilisiert oder ist es seine Lehre? Ahangrupasana sagen wir ja auch. Ja. Also das weiß ich nicht, weil ich habe jetzt nicht seine Vorträge gehört, seine Bücher gelesen, aber ja, das weiß ich nicht. Also aber man weiß auf jeden Fall, dass die Schüler meinen, dieser Guru, ihr Guru ist Krishna selbst, ein Avatar. Ja, und das Interessante ist ja, dass obwohl Prabhupada so ganz klar gesagt hat, er ist nicht Gott, er ist ein Diener Gottes und man muss wie einem Botschafter von einem Land, muss man den gleichen Respekt da bringen wie dem Präsidenten des Landes. So, genauso bringt man den Respekt dem spirituellen Meister da. Aber selbst zu Prabhupada-Zeit am Anfang gab es dann plötzlich Sannyasis, die gesagt haben, oh, Prabhupada hat uns verlassen, weil wir nicht gesehen haben, dass er eigentlich Krishna ist. Ja. Und als Prabhupada das gehört hat, war er natürlich wirklich wütend. Aber er hat es vehement korrigiert. Vehement korrigiert, genau. Und das ist halt die Frage. Also wenn nicht korrigiert wird, dann heißt das, die Person stimmt zu in einer gewissen Weise. Und das ist ja eigentlich laut Gita, nicht laut Prabhupada, nicht laut ISKCON, eins der schlimmsten Vergehen, sage ich mal, wenn du dich als Gott ausgibst oder so. Also das ist ja wirklich dann, ja. Das würden ja nicht nur wir so sagen, sondern eigentlich alle Religionen, die monotheistisch sind, würden ja sagen, das ist ein absoluter Frevel, wenn ein Mensch als Gott sich als Gott verehren lässt. Eigentlich. Genau, also eine normale Seele, ein göttlicher Funke. Zu Gott geworden ist, das toleriert. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Themen angeschnitten, so wir laufen da ein bisschen so rum. Mhm. So, noch was anderes, was du sagen wolltest, was dich gerade beschäftigt? Ja, sehr oft. Weil manchmal in diesen Gesprächen, wir gehen in Richtungen, oder wo ich manchmal denke, ich will jetzt gar nicht so hingehen in die Richtung, aber man, man redet. Nee, wir haben ja auch gemacht, wir reden einfach mal und schauen, weil jeder Devoti beschäftigt sich ja mit gewissen Themen, die vielleicht sehr wichtig gerade sind im Leben oder halt einfach, die einfach gerade liest, studiert. Und ich bin halt auch ein bisschen viel verzweigter Mensch. Ich lese jetzt nicht immer nur ein Buch, sondern je nach Tageszeit oder Stimmung lese ich an einem weiter, sage ich jetzt mal. Was mich sehr beschäftigt hat, vor den letzten Wochen auch so, ist ein Thema, das auch immer wieder in mein Leben kam. Im Englischen heißt das Spiritual Bypassing. Das fand ich ein sehr interessantes Konzept, also dass man praktisch einen Bypass, man kennt das ja, das ist, man kriegt so einen Herzschrittmacher. Mhm. Nee, nicht Herzschritt, ist es ein Herzschrittmacher? Aber man geht so einen anderen Weg. Mhm. Also man umgeht das. Ja. Ich glaube, das ist die Übersetzung von einem Bypass. Ja, ich weiß gar nicht, was ein Bypass wirklich macht am Herzen. Also der tut, glaube ich, das Blut auf eine andere Art pumpen dann, oder? Mhm. Ich hatte das mal gelernt, aber alles vergessen. Okay. Aber ja, also man tut Sidestepping. Wie nennt man das? Man umgeht was. Man umgeht etwas. Ja, also das Konzept, ich habe das erste Mal gehört, habe ich das von einem, was ist das, Psychologe, Traumatologe, ich weiß nicht, was seine Bezeichnung ist, aber es ist ein sehr bekannter
Mensch, Gabo Maté, was ich schon mal gehört, ist ein kanadischer, eben wie gesagt, Pädagoge, Traumatologe, ich weiß nicht was. Von dem habe ich das Konzept das erste Mal gehört. Und es war so ein kurzes Video, wo er halt auch schreibt, ja, viele chanten 20 Jahre, also das Wort chanten benutzt, chanten 20 Jahre, aber haben eben ihre Traumen. Das Chanten hat ihnen sehr geholfen, vielleicht parallel, also damit irgendwie klarzukommen, aber sie schleppen dieses Trauma immer mit sich herum, ne, und haben das nie angeschaut. Ne. Und jetzt habe ich kürzlich auch durch einen Devoti, wo ich darauf verwiesen, wo das eigentlich herkommt. Das ist ein Buddhist, ich habe leider den Namen vergessen, Mello oder so. Also ein Buddhist und Psychotherapeut, der hat diesen Begriff und hat auch ein Buch drüber geschrieben, Spiritual Bypassing, dass man eben, sag ich mal, seine Menschlichkeit so ein bisschen wegschiebt und im Namen von Spiritualität, im Namen vom Ziel. Ne? Also man vergisst so gewisse Sachen. Man kennt das jeder, wenn man joint, dann ist man erstmal so die alte Persona, die wird so ein bisschen weggeschoben. Also man hat, vor 2 Wochen waren wir noch im Bierzelt und plötzlich in 3 Wochen will man ein Paramahamsa werden. Mhm. Ne? Also so extrem gesagt. Ja, man will nicht mehr damit zu tun haben, man distanziert sich, ja. Man ekelt sich vielleicht sogar vor seinem eigenen Ich. Genau, vielleicht manchen ist es noch peinlich, dass man so eine Vergangenheit hat und man will ja schnell als Pure Devotee anerkannt werden, deswegen. Man will auch schnell eingeweiht werden und einen anderen Namen haben, diesen alten Namen will man gar nicht mehr haben. Genau, und ich kann mich noch erinnern, Mani da hat das immer gesagt, Prabhupada-Schüler, der hat immer gesagt, so nach 5 Jahren erwacht die Intelligenz. Also ich weiß nicht, ob er genau das gemeint hat, aber es ist oft so, dass man dann plötzlich, ich habe ja ein gewisses Leben geführt und irgendwie verfolgt mich das jetzt wieder. Ne, man hat das so ein bisschen so wunderbar auf die Seite schieben können, aber es ist halt doch da. Und es gibt halt eben auch Devotis, die, gut, es gibt eben auch Devotis, die halt, ich sag mal, größere Problemchen haben, vielleicht in ihrer Kindheit und so weiter. Und die dann auch immer sagen, ist alles Maya und wegschieben. Das ist mehr so, wie halt ein Traumata entsteht. Ne? Eine Reaktion, psychologische Reaktion, dieses Leid, das man erfahren hat, abzulehnen, wegzuschieben, zu verbannen. Und, aber es ist ja nicht weg, es wirkt ja. Und es ist ja auch Maya. Es ist ja mit meiner ewigen genau. Ja, wir haben diese philosophische Rechtfertigung, dass wir uns gar nicht damit beschäftigen müssen. Es gibt ja auch diesen Vers. Also ich bin da jetzt noch nicht am Ende meiner Schlussfolgerung, aber ich fand das Konzept sehr interessant und ich sehe definitiv diese Tendenzen in mir, in anderen, also nicht nur bei den Buddhisten, bei den Christen, bei uns auch. Ich bin jetzt aber noch nicht, kann es noch nicht alles genau einordnen. Es gibt ja auch diesen Vers im Bhagavatam, Yasyasti Bhaktir, also Kinchana, jemand, der sich, genau, du bist noch versfest, ich nicht mehr. Den, ja, ich habe das alles, Tatra, 5. Kanto, irgendwas. Ja. Auf jeden Fall jemand, der sich im Himmelsdienst beschäftigt, entwickelt alle guten Eigenschaften. Also deswegen muss ich mich gar nicht aktiv jetzt darum bemühen. Ich vertraue einfach dem Vorgang und so weiter. So, stimmt das oder stimmt das nicht? Muss man mit den Anattas, also diesen Unreinheiten im Herzen, diesen schlechten Tendenzen, muss ich da so die auch irgendwie bewusst angehen oder mache ich einfach Hare Krishna und Scheuklappen zu? Also das ist die Frage. Ne? Und ich denke auf jeden Fall beides. Also weil wenn du nicht Demut übst schon, du kannst sagen, ich bin noch nicht demütig. Also benehme ich mich wie der größte Idiot? Ne? Weil ich bin ja noch nicht demütig, ich fühle es noch nicht. Ne? Ist das jetzt, bringt dich das groß weiter? Nee, wenn du jetzt keine Vergehen auf deinem spirituellen Pfad machen willst, musst du ein bisschen Demut üben. Vergebung kommt genau auf einer ganz hohen Stufe, also diese reine Vergebung ist eigentlich mit Demut kombiniert. Kann ich jetzt schon vergeben? Der hat mir damals in die Suppe gespuckt, also mein Leben oder meine Situation irgendwie verschlechtert. Kann ich dem jetzt vergeben? Ich spüre es nicht, also trage ich das jetzt, diesen Frust mit mir im Herzen? Okay, du hast ein sehr simples Beispiel gebracht oder eine Analogie, aber wenn man jetzt dieses in die Suppe spucken wirklich mit was ganz Drastischem vergleicht, was manchmal passiert, vielleicht der Vater hat das Mädchen, die Tochter missbraucht oder so. Genau, ja, ja. Schlimm missbraucht sogar. Wie kann dieses Mädchen, Frau dann tatsächlich vergeben? Genau. Es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Manchmal sagt es muss sein. Es muss sein. Also zum Läutern und zum Wachsen und Reifsein und zum Heilsein, zum Heilen. Mhm. Aber wie ist das möglich? Ja, also es ist halt so diese beiden Sachen. Ich glaube, ich versuche mal so von verschiedenen Winkeln, das mache ich mal gern und
ich versuche dann gemeinsam mit dir oder mit anderen irgendwie so eine, einfach die Themen von anderen Seiten zu beleuchten, ohne jetzt vielleicht zu sagen, so ist es. Ne? Also das ist jetzt, wie gesagt, dieses eine Beispiel, man hat eben so Sachen. Also man muss Qualitäten schon üben, bevor man sie eigentlich in Reinheit hat. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Man muss Qualitäten üben, bevor man sie Ja, also ich muss schon ein bisschen demütig mich benehmen im Umfeld von anderen Menschen, sonst komme ich nicht besonders weit. Sodass praktisch vom Außen her die inneren Qualitäten entwickelt werden. Genau. Obwohl ich es noch nicht bin oder habe, aber ich kann noch durch eine gewisse Vorstellung, wie würde ich mich verhalten, wenn ich demütig wäre, so versuche ich mich zu verhalten und dann wird man das auch in einer Hinsicht entwickeln. Genau, so beides. Also eine ist natürlich dieser spirituelle Vorgang, diese Praxis, diese Übung, die das Herz reinigt. Ne? Aber auch wenn ich noch nicht eben auf dieser Perfektion bin, muss ich auch üben und so entwickle ich es oft auch. Also ich merke das zum Beispiel bei manchen Devotis, die machen wirklich, also wenn ich jetzt so mache, oh Prabhu, ist das nicht, das bin ich nicht, das ist falsche Demut, die nimmt mir keiner ab, die nehme ich mir selber nicht ab. Aber es gibt, ich kenne Devotis, die haben wirklich diese Haltung und die meinen es dann auch so und das hilft denen. Also so eine Geste zu machen und das hilft denen praktisch im Prozess. Das ist okay. Also man sagt, also die eine These, die ich jetzt aufstelle, ist, sage ich, nur chanten allein und dann einfach irgendwann aufwachen und dann bin ich jetzt rein und dann benehme ich mich erst so, wie ich mich eigentlich benehmen soll. Ich denke, das ist ein Extrem, das nicht aufgeht. Das andere Extrem wäre eben, ich muss jetzt ein Seminar nach dem anderen Selbsthilfeprogramm besuchen, um diese Eigenschaften alle zu entwickeln. Und also das wären so diese zwei Extreme. Also ich denke, es geht Hand in Hand. Ja, ich denke auch durch das Chanten, durch das spirituelle Leben. Das spirituelle Leben reinigt schon gewisse Eigenschaften, man muss sich gar nicht drum kümmern, die gehen einfach von selbst weg. Diejenigen, die nicht von selbst weggehen, kann man behandeln aufgrund der Einsicht, die man bekommt durch das spirituelle Leben. Und man wird bereit sein, man wird qualifiziert sein, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Genau, ja, würde ich sagen. Jetzt noch ein anderer Einwurf, also um dieses spirituelle Bypassing aus verschiedenen Sachen zu beleuchten. Es ist ja auch, wie gesagt, Bhagavad Gita, ich glaube 3,41 ist es, da wird eine ganz klare Hierarchie gegeben. Also über den Sinnen steht der Geist, über dem Geist die Intelligenz und über dem Intelligenz das Selbst oder so. Das Ego war noch da und dann die Ego, falsche Ego, genau. Ne, so, also so. Das in der Praxis, vor allem als Buchverteiler, kennt man das. Man fühlt sich vielleicht nicht, heute auf die Straße zu gehen und Leute anzusprechen. Also man ist auf dieser Geistebene emotional. Und was wir lernen, ist eigentlich so, man ignoriert den Geist. Ne? Da braucht man eine gewisse scharfe Intelligenz, die durch Sadhana kommt, durch die Übung der Praxis. Und plötzlich steht man auf der Straße, obwohl man super mental war und hat das irgendwie geschafft. Ne? Das ist sehr hilfreich in einer spirituellen Praxis. Beim Chanten, der Geist wandert ab und man muss ihn wieder zurückbringen und so weiter. Also in der spirituellen Praxis ist das sehr, sehr hilfreich. Ob das jetzt ständig im Leben so hilfreich ist, das bezweifle ich, oder bezweifelt dieser Psychotherapeut, dass manche Sachen eben eine gewisse Aufmerksamkeit brauchen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eben so ein Trauma habe, ich weiß nicht, ich wurde missbraucht oder ich wurde, was es alles gibt, oder ich möchte heiraten als junger Mönch oder so. Und ich sag mal, das ist nur der Geist. Also so, das wird ja oft nicht davon weggehen. Ne? Also, und vor allem das Trauma, ich denke, an einem gewissen Punkt, wenn es dich stört in deinem hingebungsvollen Dienst, also das ist, glaube ich, noch das Entscheidende. Stört mich gewisse Sachen in meinem hingebungsvollen Dienst, dann muss man der Sache mehr Aufmerksamkeit geben und das vielleicht auf einer gewissen Ebene bereinigen, ja, einfach Licht drauf geben. Das ist ja schon manchmal, sich einer Sache bewusst zu werden. Wieso handle ich so? Wieso handle ich so gekränkt? Wieso handle ich so verletzend? Wieso habe ich so ein Opferbewusstsein und so weiter? Da muss man es halt eben mal anschauen. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen sein Konzept. Und dass er halt in seiner Tradition eben gesehen hat, dass viele halt im Namen von Spiritualität auf dieses menschliche Dasein ablehnen und gleich zu Transzendenz wollen. Also so eine frühreife Geschichte. Ich habe auch mal ein Beispiel gehört von Satchinan, und zwar über eine Mango. Ich kann eine Mango nehmen, hau die auf den Tisch, eine grüne Mango, und irgendwann ist die weich. Oder ich habe eine Mango, die lasse die einfach reifen am Baum und so weiter, dann wird die auch weich. So, beide Mangos sind reif. Das eine ist aber ein sehr unnatürlicher Vorgang und schmeckt nicht süß, auch wenn die weich ist. Die andere ist eben natürlich gereift und natürlich süß. Und denkst du, ist auch im Spiritualen Leben. Man muss natürlich reifen, man kann nicht
Sachen überspringen. Die mögen am Anfang im Stadium oft hilfreich sein. Man gibt seine alte, man vergisst erstmal, wo man herkommt und umarmt alles, was neu ist. Aber dann wird man konfrontiert mit gewissen Themen und ja, das ist so dieses Thema. Gerade für unsere neuen Devotees und vielleicht auch Zuseher, die ja vielleicht auch gar nicht so einen Bruch mit ihrer Vergangenheit erleben, wie jetzt wir, die wir ja, ja das spirituelle Leben auch ganz anders angewandt haben. Mhm. Die können vielleicht verschont bleiben von so einem Spiritual Bypassing, weil sie ja gar nicht in so eine Atmosphäre reinkommen, in der man plötzlich ein perfektioniertes Selbst sein muss. Ja. So, dann für die, aber dennoch soll man sich bewusst sein, sollen wir uns alle bewusst sein, was sind meine Probleme? Ja? Mhm. Und wie du jetzt gemeint hast, wenn mir auffällt, ich bin ständig gekränkt oder in der Opferrolle oder ich bin verletzt. Mhm. Also das ist definitiv wichtig, dass man im spirituellen Leben, weil vielleicht mag das Thema, das du jetzt kurz angesprochen hast, für manche gar nicht so zutreffen, weil sie halt nicht joinen, wie wir sagen. Mhm. Aber dennoch mögen sie aufgrund der Tatsache, dass sie plötzlich Krishna bewusst sind und gottesbewusst leben, denken, oh, jetzt bin ich besser als andere, so eine gewisse Überheblichkeit haben. Mhm. Ne? Der Stolz mag wachsen. Man fühlt sich besser als andere, weil man geht ja den wahren Weg oder man mag dann vielleicht aufgrund dessen Spiritual Bypassing machen. Mhm. Dass man denkt, ne, ich muss jetzt nicht demütiger sein oder so. Ich meine, obwohl es widersprüchlich ist, ja. Aber dennoch. Mhm. Ja, ja. Ich, ja. Also mir fällt auch eine Sache ein, auch zum Beispiel Loslösung. Ich glaube, das kann oft sehr missbraucht werden. Missbraucht also, werden oder? Nee, also ja, nimm mal an, im Thema von Loslösung, ich habe jetzt gerade geheiratet, meine Frau nervt mich nach dem ersten halben Jahr, ich habe schon ein Kind gezeugt und dann plötzlich, ach ja, ist ja eh alles Maya, Loslösung heißt ja in den Schriften, ich löse mich, ich kümmere mich nicht, also keine Ahnung. Wenn man sich trennen würde, würde man Alimente zahlen vielleicht müssen. Oder okay, das wäre zu drastisch. Das ist bisschen, also weißt du, aber was du schon sagst, stimmt schon. Man hat nicht mehr das gleiche Investment in die Beziehung, in den Partner wie zu Beginn. Am Anfang ist man sehr investiert, naja, verliebt, was auch immer, man hat gewisse Erwartungen. Man ist da sehr hingegeben, dem Partner. Mhm. Und es stimmt schon, mit der Zeit zieht man sich zurück, weil die Wünsche vielleicht erfüllt sind, weil es nicht mehr so notwendig ist. Ja, oder man wie gesagt, man kümmert sich nicht mehr. Also ich glaube, ganz am Anfang der Bewegung, wie gesagt, war es ja oft so, Frau Patz sagte auch, also die haben dann geheiratet und nach einem halben Jahr schon die Nase voll. Ja. Und dann, Frau Patz, ich will sagen, ja, ich will mich voll dir hingeben. Ja. Und man hat ja gesehen, dass die meisten davon das ja auch nicht diese Stufe gehalten haben. Weil es war einfach nur so eine Flucht. Aber man kann halt sagen, oh ja, ich bin jetzt losgelöst. Ich habe jetzt die Verwirklichung, die aber noch nicht da ist. Aber ganz kurz, machen das Menschen heutzutage, meinst du, auch in unseren spirituellen Kreisen, aufgrund von Spiritualität nicht ernst nehmen, sich nicht richtig kümmern um Kinder, ja, um Frau? Ich denke zum Beispiel auch, dass, wie gesagt, Loslösung, also früher war das, glaube ich, extremer, dass du ja auch keine Zuneigung zu deinem Kind oder deiner Frau zeigen darfst, weil das ist ja nur materielle Anhaftung. So, also früher, das wissen wir, die Geschichten, das war ein bisschen extremer, wurde auch so ein bisschen gepredigt. Ich muss aber auch sagen, ich sehe hier jetzt in Mayapur, wo man ja wirklich Devotees aus der ganzen Welt sieht. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine kulturelle Geschichte ist, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass eben Kinder vernachlässigt werden, weil die Eltern ja Seva machen müssen. Sie machen Seva. Siehst du das manchmal hier? Ich habe es schon gesehen, ja, also definitiv. Also, und wie werden die Kinder vernachlässigt, dass die Eltern nicht zu Hause sind? Die sind nicht zu Hause, sie kümmern sich nicht groß, die lassen sich halt so sagen wir mal ein bisschen frei rum. Vielleicht haben sie auch irgendwelche anderen Devotees, zu denen sie gehen können, aber sie sind so oft ein bisschen alleingelassen. So. Okay. Also vielleicht nicht das Schlechteste, wenn man ein Kind ist, hat ein bisschen Freiheit, aber oft ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl, vernachlässigt und gewisse, vielleicht eine gewisse Erziehung ist da nicht da. Also die sind so ein bisschen wild. Ja. Wie gesagt, es kann ein kulturelles Ding sein, aber wie gesagt, dann, wenn ich habe jetzt ein Beispiel so im Kopf. Da ist die Mutter dann öfters mal in Vrindavan und das Kind ist hier und der, ich glaube, Mann ist eh getrennt oder vielleicht in dem Land und verdient Geld, um irgendwie das Ganze zu. Mhm. Also so ein bisschen so, ja, ich muss nach Vrindavan, weil ich brauche jetzt meinen Input oder so. Ich kenne das auch im materiellen Leben, also so, da muss dann die Kinder gehen in die Kita, die werden früh abgeschoben, man will sich nicht kümmern. Ja, man muss auch sagen, Kindererziehung und sich um Kinder kümmern, ich glaube für Männer wahrscheinlich mehr als für Frauen, wenn man die Verallgemeinerung machen darf, aber es ist sehr, sehr schwierig. Definitiv. Es ist super schwierig. Was aber nicht rechtfertigt, dass jemand nicht sich dieser Schwierigkeit stellt. Mhm. Und ich denke mir, um die Kinder kann man sich fast nicht genug kümmern. Ja, ja,
Gibt es natürlich auch wieder die Helikoptereltern. Ja, auch. Eben. Das ist auch so eine Philosophie, aber ich meine es nicht richtig. Ich meine nicht, dass es richtig ist. Naja, das ist immer die Frage. Du musst ja auch, also... Achso, Helikoptereltern meinst du besonders jeden Schritt. Ah, und jeden Konflikt, den das Kind hat, da kommt die Mama oder Papa und sagt, tu meiner Tochter oder meinem Sohn nicht das an, weil... Ja, also, es ist ja auch nicht, wenn du nicht lernst, gewisse... Aber das ist, ich sage ja, wir haben ja beide jetzt kleine Kinder. Ja. Und ich sehe das ja auch, meine Tochter spielt ja mit ganz verschiedenen Nationalitäten. Und da ist einfach die Erziehung anders. Mhm. Und ist, ich sage nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber anders. Okay, sag mal die anderen Punkte. Also wir haben ja hier speziell russische, ukrainische, indische, vielleicht südamerikanische, europäische, sagen wir mal so. Machen wir mal die volle Verallgemeinerung, ja? Okay, also die Klischees. Klischees, ja. Also... Okay, versteht eh kein Inder, was wir hier sprechen, aber und kein Russe. Ja, ist aber es sind, jetzt Klischees und ich bin jetzt wirklich allgemein. Also ich habe heute, meine Frau hat heute eine Nachricht bekommen von ihrem, also von der Mutter von dem Kind, mit dem meine Tochter spielt. Die ist einfach weggerannt kurz und der Papa hat sie nicht gefunden und einfach aus dem Nichts ist sie einfach weggerannt. Und dann ist er 5 Minuten oder 10 Minuten hinterher und dann gab es eine Bestrafung. Und das Kind wurde halt bestraft, jetzt nicht, also musste erstmal so, ich glaube, 5 Minuten oder so auf den Knien, also ist ein kleines Kind, 5 Jahre oder 6 Jahre, also 5 Minuten oder 10 Minuten auf den Knien so ruhig sitzen. Ja. Also so nicht ruhig sitzen, also so knien. Aha, okay. 5 Minuten musst du jetzt einfach, du bleibst. Du bist jetzt, das ist deine Strafe. Es wurde auch, es kam so ein bisschen anderen Ton auch noch rüber, aber. Damit, welche Nationalität? Asiatisch, sage ich jetzt mal. Halb indisch, halb eine andere asiatische. Okay. Die Bestrafung kommt von der asiatischen Seite oder von der indischen Seite? Das weiß ich. Das also ist ja beides asiatisch, aber naja, ich sag mal sowas. Okay. Also jetzt eine Prenzlauer Berg-Familie. Ich weiß nicht, ob die das, die wird wahrscheinlich schon Kindesmisshandlungen und hier, wir müssen das Jugendamt rufen und ich weiß nicht was. Und das ist jetzt nur bei meiner Tochter. Ich weiß ja, dass, also die Inder gern auch mal. Ja, habe also, ich schon beobachtet. Ja, ich habe früher auch noch einen auf dem Popo bekommen. Ja. Ich war auch ein Junge. Bist du öfter geschlagen worden? Öfter, weiß ich, das ist immer die Frage, was ist öfters, aber ich habe öfters, also den Popo versohlt habe ich schon mal bekommen. Papa oder Mama? Papa. Papa. Papa, ja, ja. So, wahrscheinlich verdient. Ich würde nicht sagen, dass es unverdient war. Geschadet. Nee. Im Nachhinein, ich glaube, ja, weiß ich nicht, ob es wichtig, ob es notwendig war, aber ich habe jetzt definitiv kein Trauma davon. Ja. Ich glaube, für mich war das und ist in der Zeit alles, also ich habe jetzt nie den Gedanken gehabt, oh, jetzt bin ich 18, jetzt muss ich erstmal hier meinen Vater anklagen für dies und das. Also vielleicht war es ab einem gewissen Zeitpunkt definitiv nicht mehr, also dann hilft, dann bringt das nichts mehr mit 16, 17, aber Also als du so alt warst, hast du auch noch eine Frage. Also da, ich sag mal, da wurde es fast schon so ein bisschen, also da habe ich dann irgendwann gezeigt, so jetzt, pass auf, jetzt ist... Jetzt hau ich zurück. Ja, ja, genau, also da, ich habe ich das erzählt? Ich weiß nicht. Ein bisschen so. Hat auch eine gewisse Teenager-Revolution gegen meinen Vater und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt in den Kulturkreisen. Ja. Also, weiß ich, kennst du den Comedian Russell Peters? Sag lieber nicht. Also der ist ein Inder, der in Kanada aufgewachsen ist und der gerne so die anderen verschiedenen Nationalitäten auch so da verallgemeinert und die Klischees voll mit rumspielt. Das ist sehr witzig, vor allem wenn wir ja all diese Mentalitäten, Nationalitäten kennt. Ja. Er kommt aber aus dem indischen Elternhaus und er hat praktisch ständig eine so, Papa hat immer so, ne? Ja. Also ist ganz normal. Wie gesagt, in Indien tatsächlich, es scheint, soweit ich das mitbekommen habe, seitdem ich hier bin, normal zu sein, ein Kind eine drauf zu haben. Genau. Und vielleicht auch eher wegen weniger als wegen mehr. Genau, das scheint hier normal zu sein. Ich kann mich erinnern, ich habe mein Hausprogramm gegeben in Berlin. Also ich weiß nicht, ob wir das nachher alles rausschneiden müssen, aber da war ich bei einer indischen Familie eingeladen. Ja. Die waren super nice. Und dann Prasadam-Zeit, habe ich die Lecture gegeben, so, dann sitzt mal zusammen und wie ist es in Deutschland? Was ist die Herausforderung? Ja. Und hat er gesagt, naja, das Problem ist, wir dürfen unsere Kinder nicht hauen. das war das Problem. Weil denen wahrscheinlich, das ist so eine wichtige Erziehungsmethode. Und wenn dir das genommen wird, dieses wichtige Element der Erziehung, vielleicht so der last resort, und die sich in die Hände gebunden. Genau. Dann ist das also, ein Riesending. Und das ist jetzt auch, da gibt es natürlich alles verschiedene. Araber wird vielleicht sagen, wir dürfen meine Frauen nicht schlagen. Ja. Das ist das Problem. Ja, das wird auch, also das,
gibt es ja, ich meine, ISKCON musste wirklich in den Chapter Z Resolutions das, glaube ich, reinmachen. Dass wir unsere Frauen nicht schlagen dürfen? Ja. Wirklich? Also, ja, ISKCON? Weil es war gibt das so verbreitet in ISKCON? Oder weil ja, nicht so viele arabische Devotees? wird halt gewisse Aussagen der Schriften gern missbraucht, um eben diesen... Echt? Aber steht irgendwo in unseren Schriften die Frau schlagen oder kommt das vor? Also wenn ich... wir haben zwar schon recht archaische Texte. Ja, ja. Okay? Und aus einer Zeit, wo man das vielleicht eher vermutet. Ja? Ich glaube, das eher aus dem christlich-biblischen. Aber in unseren Schriften fällt mir das nirgends auf. Also ich glaube auch nicht in Schriften, das sind eher so Kommentare von Braupart, die aber, glaube ich, auch nicht in so einem Ernst gesagt hat. Ja. Also es gibt diese klassische Dinge... Mit der Medanga. Genau. Ja. Ja, ja. Und aber... Wie gesagt. Aber da zitiert er einen indischen Poeten, eben mit der Aussage, drei Dinge werden angenehmer oder weicher, wenn man sie schlägt. Die Medanga, die Tontrommel, eben die Frau und was war es noch? Oder waren es nur die zwei? Ja, nee, es war noch was anderes, noch aber ich habe es auch vergessen. Was irgendwie, ne? Aber ist nicht das Braupart, das... Nee, aber ich weiß es, also ich sag mal so, ich weiß jetzt eben durch meine Frau, die auch wieder aus nicht deutsch ist und halt eben in den osteuropäischen Raum, Bulgarien, kann man ja ruhig sagen, dass das wohl ab und zu doch manche wohl praktizieren. Aha. Und immer noch? Das weiß ich nicht mehr, aber es bis vor kurzem, sage ich mal, noch, also wo es halt immer so einzelne Fälle gibt. Und es aber auch so ein bisschen so eine, fast schon wie so eine Siddhanta im Raum steht. Ja, okay. Also ich weiß, ein Braubartschüler ist extra mal da hingegangen und hat eigentlich nur gesagt, wie wunderbar Frauen sind und wie fortgeschritten und so, um ein bisschen mal, weil er das auch diese Strömung gemerkt hat. Okay. Also für alle Zuschauer, wir empfehlen nicht die Frau, keine häusliche Gewalt. Die Frauen dürfen auch nicht die Männer hauen. Das ist anscheinend... Was eher vorkommt. Was genau, also habe ich auch gelesen in das ist, das glaube ich total. Ja, seitdem das kann ich verheiratet bin. Ich schlage meine Frau nie. Habe sie noch nie geschlagen. Ja, ja. Nicht, dass sie mich schlägt, aber einfach, weil sie eine Frau ist, denkt sie kann sich eher erlauben, mal ein bisschen... Mein Kind hat mich heute geschlagen. Ja, dieses Kind. Okay, also so, manchmal, wenn man so emotional in der Ecke gedrängt ist, was vielleicht bei Frauen eher der Fall auch sein kann, kann man mal so ein bisschen. Ne? Aber es ist natürlich jetzt, kein Mensch würde das jetzt ernst nehmen und sagen, oh. Ja, klar. Oh ja, aber ich dachte, also diesen Podcast, naja, anyway, wir reden einfach, wir frei Schnauze, no sagt man. No, ne? No, genau. Aber nochmal zu dem Punkt zurück. Mhm. In anderen alten Schriften, da kommt das definitiv vor und deshalb ist die Religion auch ein bisschen mehr durchdrungen davon. Ich glaube, das Christentum hat das besser aufgearbeitet, aber im Islam hört man das ja eher noch. Genau. Aber obwohl unsere Schriften mindestens so alt sind, zum Beispiel das Bhagavatam nur hergenommen, fällt mir keine Textstelle ein, wo eine Frau geschlagen wird oder misshandelt wird. Und gerade das Gegenteil, zum Beispiel eine berühmte Geschichte, wo in anderen Religionen die Frau vielleicht sogar gesteinigt wird und wo das vielleicht in der heutigen Zeit sogar noch praktiziert wird, wo die Frau von Brihaspati eine Affäre hat mit dem Mondgott. Ja, mit dem Mondgott. Mit Soma. Okay. Mhm. Und sie hat ein Kind, das ist ja Buddha. Nicht mit einem, mit zwei D, mit einem D. Also Merkur. Richtig. Und dann, Brihaspati ist natürlich total sauer. Und wir wollen alle dann wissen, wessen Kind ist das jetzt? Mhm. Und sogar das Kind, das gerade geboren ist, sagt zu der Mutter, wie sagt man, Schlampe so auf die Art. luderhafte Frau. Aha. Zur Mutter sagt, wer ist jetzt mein Vater? Mhm. Und sie ist so beschämt in dieser Halbgottversammlung, ne, dass sie es kann's nicht sagen, kommt Brahma und sieht das alles und was macht er? Er nimmt sie zur Seite in einem abgelegenen Ort und sagt, okay, kannst du mir sagen, okay, sag's mir und ich regel das alles. Und sie sagt halt, ja, es ist Soma, also sie hat wirklich eine Affäre gehabt. Und er regelt das, er hilft ihr und das Kind kommt dann zu Soma und so weiter. Aber der Punkt ist, sie wurde nicht bestraft, sie wurde nicht gesteinigt, sie wurde beschützt und ich glaube, sie war dann auch wieder mit Brihaspati zusammen und es war alles okay. Mhm. Ja. Und das waren, ich meine, nur zu zeigen, in anderen Religionen ist Ehebruch, ich meine, Ehebruch ist schrecklich, wird nicht empfohlen, was auch immer und muss auch irgendwie Konsequenzen haben, zumindest ist das ein Scheidungsgrund. Aber keine physische Gewalt wurde dann angewandt. Ne? Ja, also ich kann an physische Gewalt auch nicht denken, außer an eine Stelle. Jama Dagni und da sagt dann, seine Frau geht zum Wasser und sieht einen hübschen Gandhava und nur im Geiste denkt sie auch, ne? Also kommt sie auf lüsterne Gedanken und weil Jama Dagni eben ein Rishi war, sagt er zu seinem Sohn, zu einem Avatar, Parashuram, er soll sie töten. Ja. Und dann aber Parashuram hat einen Wunsch frei, glaube ich, und dann sagt er, bringen sie alle wieder zum Leben und so weiter. Aber
Okay. Also das ist natürlich ein bisschen krass, aber... Sehr gutes Beispiel, stimmt, das ist ein Beispiel. Genau. Aber das nur kurz nochmal ein bisschen zu rechtfertigen oder zu erklären. Also die Frau hat Ehebruch im Geist begangen, wird von ihrem Mann bestraft mit dem Tod durch ihren Sohn. Mhm. Eigentlich hat mehrere Söhne gehabt, die wollten es nicht machen. Genau. Nur er hat gesagt, ich mache es. Die muss dann auch alle. Genau. Ja. Und er hat dann tatsächlich seine Mutter getötet. Mhm. Aber er wusste, mein Vater ist so ein mächtiger Weiser, der kann sie zum Leben zurückholen, gerade weil ich ihn zufriedengestellt habe. Und es kommt auch so. Er hat es richtig verstanden und deshalb hat er es auch gemacht. Also es war auch so ein Disciple-Test, so ein Schüler-Test, kann man sagen, wie Vertrauen hast du in mich und so weiter. Also das kommt auch noch dazu und man muss sagen, es ist ein anderes Zeitalter, also eine ganz andere Raumzeit, eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Aber was ganz kurz, was man noch dazu sagen muss, es war nicht richtig. Weil Jamad Agni wurde später getötet von Karl Yavanas Söhnen. Mhm. Nicht Karl Yavana. Arjuna. Kartikeya Arjuna. Mit K und Arjuna. Katavi Arjuna. Katavi heißt er. Mhm. Jamad Agni wurde getötet. Mhm. Er hat selbst den Kopf verloren. Mhm. Ah ja, weil er das... Und die Acharis sagen, weil er seine Frau so bestraft hat. Genau, sofort. Das war nicht richtig, Reaktion, was er gemacht hat. Aber das bringt mich jetzt zu der anderen Sache, mit der ich mich gerade beschäftige. Gut. So, der nächste Werbeblock. und zwar über das Mahabharat. Hm. Kennen wir alle, es gibt verschiedene Versionen. Und es gibt eben Rida Nandamarch, der hatte mal, ich weiß nicht, ob er einen Auftrag hatte, aber er hatte zumindest die Vision, er wollte das Mahabharat einfach so in englische Sprache übersetzen. Und dann hat er ja selber festgestellt, dass ein paar Sachen, die sind für ihn nicht schlüssig. Und er hat sich natürlich mit den Acharyas beschäftigt und dann vor allem mit Madhva Acharya, der ganz klar sagt, dass das Mahabharat, was wir heute kennen, also erstmal gibt es nicht eine, also auch Akademiker haben irgendwann versucht, das Mahabharata zusammenzustellen oder die Version zu finden und haben gemerkt, dass es in Nordindien völlig andere Versionen gibt als in Südindien. Und in jedem, also so viele Versionen, ne? Das ist jetzt nicht wie das Bhagavatam, wo Mahaprabhu selber sagt, das ist das Amala Purana, also das reine Purana, da gibt es eben nicht diese Aussagen. Und er, man kann jetzt sagen, er spekuliert, aber er versucht wirklich da reinzugehen und versucht Sachen zu verstehen. Weil viele Sachen wird auch von den südindischen Vaishnavas rejected, die eben im nordindischen Mahabharata stehen. Gibt sehr viele Fälle, er wurde auch bei manchen Sachen so recht kritisiert, weil da so seine hermeneutische Schlussfolgerungen gibt. Mhm. Aber weil wir jetzt beim Thema Frauen sind, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass eben dieses vedische Frauenbild, was oft gepredigt wird, also nicht jetzt zum Leid der Männer, eher zum Leid der Frauen, also eine gewisse Unterdrückung, dass es halt einfach auch nicht korrekt ist. Zum Beispiel, dass die Frau immer, also er sagt immer einen ganz wichtigen Punkt, das sind wahre Menschen. Das sind nicht nur irgendwelche Romanfiguren, das sind wahre Menschen und wir sind ja alle hier in einer vedischen Gesellschaft, Kultur. So, macht deine Frau alles, was du sagst, im wahren Leben? Weißt du, welche Frau macht alles, was du sagst? Ja, meine ich ja. Also im wahren Leben ist es so, ich entscheide und so, es ist einfach nicht so. Und er gibt viele Beispiele, das eine ist zum Beispiel Kunti. Kunti sagt ab einem gewissen Punkt, jetzt habe ich dreimal die Halbgötter gerufen, wir haben drei Söhne gezeugt und dann nochmal für Matri und jetzt ist aber Schluss. Aber Pandu wollte noch einen Sohn. Ja. Er wollte noch mal. Er sagt, nee, also pass auf, ich weiß nicht, welche Gründe sie noch mal gibt. Ja, sie gesagt, das waren zu viele Halbgötter, das reicht jetzt, weil sie hat ja mit den Halbgöttern auf irgendeine Art und Weise Kinder gehabt. Wie das technisch funktioniert hat. Ja, ich glaube, es ging auch um Sorgen, glaube ich auch. Oder ich weiß nicht mehr genau, was sie, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, pass auf, Schluss. Ja. Und nicht, dass ein Pandu sagt, ich habe gesagt, ich bin der Mann. Nee. Okay, einfach ein normales Eheargument. Ja. Und dann wurde entschieden. Genau. Anderes Beispiel ist Sudama Vipra, der seine Frau sagt, hey, wir sind ein bisschen arm. Und dein Freund von der Gurukul damals, Krishna ist einer der reichsten Menschen auf dem Planeten. Geh doch mal zu ihm hin. Also das kann ich nicht machen. Aber was passiert letztlich? Er muss hin. Ja. Die Frau also sagt, ey, mach mal was. Und also es ist nicht so mal, dass die Frau eben, dass sie gar keinen darf oder so, einfach nur so ein mindless Robot ist und irgendwie dem Mann dient. Also das ist wirklich so ein falsches Bild. Ich habe auch ein Buch, wurde mir, also sag ich mal, eine Vaishnavi, die oft gern Seminare über diese Themen gibt, hat mir jetzt auch kurz vor Gopunim nochmal ihr Buch angepriesen,
und ich war jetzt aber nicht so interessiert, weil ich auch einfach auch Kindle gern lese. Habe mir dann aber die Leseprobe runtergeladen. Und dann hast du runtergeladen? Eine Leseprobe auf Kindle. Von ihrem Buch. Genau, also ich muss sagen, sehr gut geschrieben, alles gut, auch ein interessantes Thema für Haushälter. Welches Buch? Also die Autorin Devaki Mataji. Ihr neuestes Buch Family Relations, also definitiv gut. Aber ich fand eine Sache, die mich halt immer so auch davor schon beschäftigt. Sie schreibt ganz am Anfang hier die Kultur, wie oft sie in Bangladesch ist und so weiter. Und da ist die vedische Kultur noch so rein und nicht die westlichen Einflüsse. Aber was sie eben nicht, wo sie nicht drauf eingeht, zumindest was ich bisher gelesen habe, ist halt eben dieser islamische Einfluss. Weil der ist sehr stark in Bangladesch. Sehr stark, ja. Also du magst vielleicht nicht diese Freizügigkeit haben, aber eben das Gegenteil, was noch schlimmer ist, also diese totale Unterdrückung der Frau. Und das ist nicht das vedische Bild. Ja. Auch in Saudi-Arabien, ich glaube seit, weiß nicht, 2 Jahren dürfen die jetzt Autoführerschein machen, die Frauen oder so. Aha, okay. Also es war ein absolutes No-Go, ja. Praktisch eine Frau und Führerschein und so weiter. Also hat natürlich auch wahrscheinlich die ganzen Gelehrten, die Imane sind wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen und ich weiß nicht, was alles. Ja. Ne? Aber auch Subhatra, Arjuna entführt Subhatra. Ja, Rukmini. Arjuna entführt Subhatra. Genau. Krishna entführt. War es nicht bei Krishna und Rukmini auch so? Ja, genau. Aber Krishna ist anders, da nimmt er die Zügel in die Hand, aber Subhatra, die war Experte im Streitwagenfahren. Ja, ja, ne? Ja. Also die war jetzt nicht das Mäuschen, das vedische Mäuschen, das zu Hause war und nur alles, die konnte so viel. Weißt du, die das nicht, dass die nur in der Küche stand oder so, vielleicht kann man sagen, war eine Königin oder eine Prinzessin oder was immer. Also ist nicht, wie gesagt, ich denke, im Namen von vedischer Kultur kommen, ist das Frauenbild, und das ist nicht nur in der indischen Tradition, das ist, wie gesagt, im islamischen oder im Christentum wurde oft dieses Frauenbild sehr untergedrückt, also so eingeschränkt. Gern so, oder auch, ja, also Prabhupada, ich weiß nicht, ob es Prabhupada macht so Aussagen, also dass eine Frau natürlich die Psychologie ihres Mannes verstehen muss und dann gibt es auch keine Trennung und so weiter. Also es ist natürlich auch, jeder hat seinen Beitrag, ne? Du musst die Frau, der Mann muss die Frau zufriedenstellen, ja, indem er ja am besten Schmuck und Diamanten und ich weiß nicht, was alles gibt. Ne? Also ja, Diamanten wäre genau, schön. Aber, naja, aber das ist so die eine Sache und die Frau muss eben das Gemüt des Mannes kennen und ihm halt nicht da so, also es sind halt reale Menschen, die halt vor langer Zeit gelebt haben und die haben reale Auseinandersetzungen wie heutzutage auch. Ja. Also es ist eben nicht nur dieses, der Mann sagt, Uvacha und alles wird gemacht. Also, und damals waren die Männer auch wesentlich qualifizierter. Genau. Von denen könnte man das eher noch erwarten, dass genau, sie so sagen müssen. Genau, da war noch ein Brahmana und ein Kshatriya war noch ein Kshatriya. Ja. Genau, also aber ja, man kann sich halt nicht nur wir picken uns halt gerne die Rosinen aus. Oder es wird halt ein gewisses Bild, was ja auch dann auch innerhalb von ISKCON auch erst entstanden ist, als die ersten Devotis nach Indien sind. Davor war alles eine spirituelle Familie, also du meinst so gleichberechtigt, ne? Gleichberechtigt, alle haben Lectures gegeben. Ja. Prabhupada wollte, dass Yamuna hat sie so beim indischen Pandal-Programm oder Malati, glaube ich, da, die mussten dann Lectures geben. Also was gerade in Indien, also trotz selbst da hat das praktisch gezeigt. Aber dann, als mehr und mehr Devotis eben nach Indien sind, haben sie dann auch mehr dieses indische Verständnis, was da vorherrscht, was nicht unbedingt rein vedisch sein muss. Also wie gesagt, der islamische Einfluss ist sehr stark. Und dann hat sich das so gespalten. Dann war so plötzlich so, die Frauen sind alle Maya und früher war alles eher so, weißt du, Bruder, Schwester. Mhm. Ne? So. Ja. Anyway, das war jetzt auf jeden Fall, das ist die andere Sache, wie ich mich gerade beschäftige, weil es gibt auch auf Google Play gibt es schon praktisch das ganze Buch zum Hören. Er liest das praktisch, aber es wird auch in einem halben Jahr, glaube ich, veröffentlicht. Und das ist also, eben, er versucht, dass Mahabharata eben auch mit diesen Stellen, die er und ich mittlerweile, also wenn ich sie höre, auch, muss ich sagen, auch hart zu kämpfen habe. Der erste Teil ist hauptsächlich über Satyavati. Mhm. Und es wird oft also fast schon dargestellt, als ob sie nicht vergewaltigt wurde, aber so Parasara Muni. Wie so eine Art, ich bin der, was ist das so, also ich bin der reine Brahmana und du musst jetzt einfach mir hier, wir bringen den, also er kann sich nicht vorstellen, dass ein Avatar so zur Welt kommt, so erscheint. Ja. Praktisch. Aber ich habe es auch nie so verstanden, dass es so war. Es ist so eine nicht so krass, aber es ist manchmal so, wie so es kommt manchmal auch, ich habe es auch schon gehört, wie so eine Art, fast schon so Übergriff, könnte man sagen. Ja. Also und da sind so ein paar Sachen, die tut er halt so gemäß seinem Verständnis und natürlich hat er verschiedene Werke, die er da wahrscheinlich studiert hat. Man kann sagen, klar, vielleicht liegt er da falsch.
Ich habe erst gestern diesen Podcast gehört, Wisdom of the Sages. Ah ja, da hat er, das habe ich auch gehört, aber ich höre eben auch das Hörbuch. Ja, und da hat er ein paar Sachen erklärt. Mhm. Und ich dachte mir, interessant, aber muss nicht so sein. Genau, muss nicht so sein. Ist aber gerade für den westlichen Geist eine gute Erklärung, gewisse Dinge zu, vielleicht auch entschärfen, ein bisschen moderner zu sehen. Ja, das kann schon. Genau, er wurde ja so so angegriffen, als er gesagt hat. Europa, die wurde nicht entkleidet. Ja, es ging mehr darum, dass Judisch hier seine Frau wie ein Spielansatz praktisch. Also sie hat keine Rechte, ich verspiele dich jetzt einfach. Aber das hat er erst gemacht, nachdem er sich selbst verspielt hatte. Das war ja das ganze Thema. Er hat ganz am Schluss Tropa die verspielt. Genau, aber kann er das? Ja, also kann er sich verspielen? Kann er seine Brüder verspielen? Ja, ist das genau. Ist ja nicht nur das Problem, dass er seine Frau verspielt hat, er hat seine Brüder verspielt. Genau, also das sind so ein paar Sachen und man kann sagen, gut, andere Zeiten, andere Sitten, keine Ahnung. Aber es gibt ja auch so, wie nennt sich das, diese gewisse Kshatriya-Kodexe und so weiter. Und da ist ja, und da klingt das ein bisschen komisch. Also es klingt irgendwie anders. Also er erklärt das, ich bin jetzt nicht mehr genau in der Materie drin, das ist schon lange, wo ich mich da, also seine Arbeit darüber gelesen habe. Und da gibt es Vaishnavas, die das ganz klar sagen, nee, das ist alles halt seine Ordnung. Die Acharyas nutzen auch diese Geschichte irgendwie. Aber ich finde, er macht relevante Punkte, was man daraus macht. Also muss man selber entscheiden, aber eben, man muss verstehen, dass eben Madhva Acharya, also hier große Sampradaya, ne? Also Sampradaya Acharya, dass er sagt, dass Mahabharata ist korrupiert. Ja. Und das muss man einfach akzeptieren. Ja. Es ist einfach so, weil du findest eben nicht, ich glaube, im Bhagavatam gibt es das eben nicht, oder Gita. Ich habe noch nie gehört, ja, Vers 17 im 8. Kapitel ist eigentlich so und nicht so. Kenne ich nicht. Ja. Bhagavatam auch so. Also, obwohl die Bhagavad Gita ein Teil von Mahabharata ist. Genau, das stimmt. Aber es ist einfach mehr zitiert, besser erhalten in der Ansicht als dieses Gesamtwerk. Genau, also es gibt eine Version dieses Kapitels, könnte man sagen, oder der Bhagavad Gita. Ja. Und es gibt eben verschiedene Versionen von Mahabharata. Ja. Und da muss man halt, also das kann man halt nicht 1:1 nehmen. Da muss man halt irgendwie gut überlegen, und wenn man sich ja mehr mit dem Bhagavad dann beschäftigt und auch dann vielleicht mehr und mehr versteht, dann kann man auch Sachen in dem Licht sehen. Klar, es ist immer schwierig, es ist wirklich eine andere, völlig andere Zeit. Ja. Was damals politisch korrekt war, ist heute nicht mehr politisch korrekt und so weiter. Klar. Aber genau, man kann auch sehr das missbrauchen, das ist so. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Mahabharat auch in der Hinsicht vom spirituellen Standpunkt auch gar nicht so wichtig ist. Genau. So in der Hinsicht ist es ja auch gedacht als Dharma-Werk, ein Werk, das uns helfen soll, Dharma praktisch zu verstehen in Form dieser Geschichte. Und Dharma ist natürlich wichtig, ne? Sattva-Guna ist wichtig, aber letztendlich das Spirituelle ist ja nur das, was in dem Fall sicher gesetzt und klar ist. Und die anderen Sachen sind immer flexibel. Ja, Dharma ist sowieso, gerade im Mahabharata ist Dharma, was ja das Hauptthema ist, so schwierig zu verstehen, anhand so vieler Charaktere. Ja, ist ja wie Drupadi, die kommt ja auch dann als Bhishma auf dem Bett aus Pfeilen liegt, ne? Durchlöchert. Und er gibt da seine letzten Weisheiten über Dharma. Mm. Und sie kommt, ey, du wagst es, über Dharma zu reden. Hat sie ihn so zurechtgewiesen am Schluss? Ja, also du wagst es, über Dharma zu reden. Und als ich entkleidet wurde, wo warst du da? Hast du geschwiegen? Mm. Und sagt er, also, wenn man denn dieser Version glaubt, ich glaube, es wird, glaube ich, im Bhagavatam, weiß nicht, aber er sagt, naja. Im Bhagavatam kommt das nicht vor. Kommt nicht vor, ne? Nee. Genau, aber die Version, die ich kenne, sagt er auch, ich habe von Duryodhan Speisen gegessen. Eben. Deswegen war ich verunreinigt und verunreinigt, und das heißt auch, er stand unter seiner Obligation, wie sagt man, Verpflichtung. Er konnte in der Hinsicht als Kshatriya nicht widersprechen, weil das Kshatriya-Dharma war, Loyalität zu zeigen zum Thron. Genau. Ja, er hat auch diese Schwur, kann man das sagen. Schwur abgelegt. Und in der Hinsicht sind da zwei Dharmas, Pflichten sozusagen, die da aufeinander knallen, die konkurrieren, und er hat sich halt für das entschieden. Ja. Und wenn er sich für das andere entschieden hätte, hätte er halt das vernachlässigt. Ne? Und man muss sagen, auf einer esoterischen Ebene wurde natürlich sein Rasa, den er hat, diesen, wie sagen wir, Virya, oder wie nennen sie das? Also diesen, Virya-Rasa. Also das einen ritterlichen Rasa mit Gott hat. Ja. Wurde natürlich da auch noch ausgelebt, kann man auch sagen. Also es sind verschiedene Aspekte. Nee, das Mahabharata ist gerade aufgrund dieser ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit auch sehr ein Werk, das wirklich zum Denken anregt. Relativiert auch viel. Ich muss auch sagen, ich bin Agnostiker, aber manchmal komme ich mir so ein bisschen Hare Krishna agnostisch vor, spirituell agnostisch.
Und das tut gut. Es ist ein befreiendes Gefühl, loszulassen von dem Gedanken, alles muss klar sein, alles muss auf eine gewisse Art und Weise sein. Und man kann alles ein bisschen in das Unbekannte verweisen und sagen, okay, ich weiß es nicht und ich muss es auch nicht wissen und es lässt mir auch ein bisschen mehr Raum zum Denken. Manche Dinge sind gesetzt, das glaube ich, bin ich überzeugt von, das kann ich nicht ändern, will ich nicht ändern, aber viel mehr von dem, was ich so glaube, was Realität ist, ist eigentlich ziemlich flexibel. Ja, definitiv. Also ich kann mich erinnern, an was für Sachen ich überzeugt war und dann tatsächlich auch dann mich überzeugen lassen habe, dass es eben falsch ist. Ja. Das ist auch individuelle Entscheidungen. Die sieht nicht jeder so, aber für mich war das so. Zum Beispiel? Hast du ein Beispiel? Na, eine Sache wäre zum Beispiel, dass man eben Schlachthausmilch nicht unbedingt, also dass Krishna nicht unbedingt unsere Milch braucht, jetzt hier von den Schlachthauskühen, und dass man eben diese Industrie unbedingt fördern muss, dass man da auch vielleicht ein bisschen nachsichtig ist, dass man die Kuh, also es heißt ja nicht im Bhagavad haben, und Maharaj Parikshit kam und er sah die Kuh oder den Stier, wie er da war, und Kali hat ihn praktisch gequält, aber im Kali-Yuga können wir einfach die Milch zu Krishna opfern und die Kuh erlangt Befreiung. Also, nee, er hat den praktisch zurechtgewiesen, hat das unterbunden und so weiter, hat die Kuh beschützt, den Stier und so weiter. Also, als ich es erstmal gehört habe, die Votis werden Veganer, dachte ich, was ist das für eine, wieder eine Abweichung von Brahman? Also wirklich, ich konnte es nicht. Ja. Konnte es nicht, wollte es nicht, zu bequem. Ich habe einfach noch nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Der psychologische Effekt ist ja aber immer so, wenn wir irgendwas Konträres, mit was Konträrem konfrontiert werden, dann ist im ersten Moment Ablehnung da, einfach aus Reflex. Man möchte ja sein Weltbild, seine Überzeugungen nicht in Frage stellen, man möchte ja sich in der Hinsicht nicht in Frage stellen. Da tut man sich automatisch schwierig. Und noch schwieriger tun wir uns natürlich, wenn die Veränderung innerhalb unserer eigenen, sag ich mal, Tradition oder Sphäre kommt. Wenn das, sag ich mal, von irgendwem kommt, ne, die irgendwer wird Veganer, der eigentlich jetzt, sag ich mal, kein Hare Krishna ist oder so, naja, soll er halt. Ja, aber plötzlich, meine eigenen Leute ändern sich so gravierend, heißt das wie ein Angriff auf mich, weil ich muss mich da plötzlich mit auseinandersetzen. Ja, und vor allem, es ist ja jetzt eher eine neuere Erscheinung, oder sag ich mal, in den letzten 10 Jahren vielleicht. Also früher kannte ich keine Veganer in der Hare Krishna-Bewegung. Weil das auch noch nicht so ein Thema war. Ja, und es kommt auch von außen, oder? Es kommt von außen, aber wie gesagt, das eine ist erstmal so eine etablierte Sache. Milch war noch, also hat man noch nie hinterfragt. Genau, da hat man nie drüber nachgedacht. Halt, wie es ist, ne? Dass eben die Schlachthausproduktion und das Quälen irgendwie Hand in Hand geht. Also das war erstmal das eine. Dann, ja gut, okay, das wussten wir vielleicht schon, aber wir haben einfach die Rechtfertigung gehabt, dass die Milch, wenn sie geopfert genau, wird, dann genau. Ist das Prasad. Oh ja, obwohl, wie gesagt, genau, aber obwohl du es eben halt nicht in dieser Reihenfolge liest. Also ich kann mich erinnern, im Bhagavatam, im 7. Kanto, da sagt Prabhupada, das ist ein Kuhschutz. Also erst kommt Kuhschutz. Ja. Weißt du, nicht, dass wir die Kuh nehmen und irgendwann mal, wir wollen eine Alternative schaffen und irgendwann unsere Farm etablieren und so. Das kennen wir seit 50 Jahren. Also wir wollen eine Alternative leben, aber ist noch nicht so gut geglückt, muss man sagen. Es gibt Orte, wo das gelebt wird und das ist super. Also ich bin ja auch nicht, das ist auch nochmal, ich habe dann 7 Jahre, glaube ich, oder 8 Jahre, eigentlich strikt vegan gelebt. Vegan sogar. Vegan. Also ich habe eben. Weil du auch keine Möglichkeit hattest für Ahimsa-Milch. Genau. Also ich habe versucht, Ahimsa-Milch. Ich war ja in der Bio-Szene, Vegan-Szene auch so ein bisschen unterwegs. Natürlich auch vielleicht diese. Also eine Sache noch davor. Man verliert ja auch diesen moralischen Standpunkt. Also wir waren ja immer so diejenigen, die eigentlich. Was, du isst noch Fleisch, was ist so? Wir hatten ja immer diese moralische Überhand. Ja. Und plötzlich kommen die Veganer und fragen ja, wie ist denn bei euch mit Milch und so? Ja. Und dann kommt so schnell die Verteidigung, ja, aber Krishna ist ein Kurde und, ne? Aber man denkt nicht drüber nach und man verliert das ein bisschen. Und merkt so, hey, ist das überhaupt alles moralisch noch vertretbar? Genau, aber das nochmal zu deinem Spiritual Bypassing, ne? Dass wir aufgrund unserer nun gefundenen Superiority, wie sagt man, Herrlichkeit, auf Moral verzichten können. Und die Votis hatten das doch die ganze Zeit, ne? Wo sogar in dem einen Gespräch, Prabhupada ist im Gespräch in Australien mit diesen Anwälten. Robert sitzt auf so einem Divan mit dem Spiegel hinter sich und diese zwei Anwälte rechts nach hinten gelehnt und Madhudvisha am Boden. Und dann diese Anwälte haben ein sehr casual, lockeres Gespräch mit Prabhupada, ganz locker, scherzen auch und so weiter. Und dann erzählen sie Prabhupada, dass die Devotees für Krishna Blumen gestohlen haben.
So, und ich kann mich nicht an die, wie es Prabhupada dann reagiert, aber sie lachen dann auch alle, aber es ist der Punkt, so auf die Art, es ist für Krishna. Mhm. Wir können hier ein paar Blumen klauen. Und ja, die Anwälte erzählen das noch dazu. Ne? Interessante Kombination. Ja. Und so haben wir doch im Namen von Krishna-Bewusstsein schon alles Mögliche gemacht. Natürlich. Im Namen Gott zu dienen. Ich will es hier keine, nicht meine, aber wahrscheinlich schon verjährt, aber ich habe auch ein paar Sachen gemacht. Also um die Parkscheibe, kannst du noch sagen, getan. Naja. Und natürlich gibt es eine Stelle, auf der man das rechtfertigt, weil die Gopis haben weltliche Moral hinter sich gelassen, um zu Krishna zu gehen. Wenn es kleine Sachen sind, okay. Nee, aber wenn du erwischt wirst, okay, hast kleine Ordnungswidrigkeit. Genau. Aber ja. Und hört sich Prabhupada jetzt an die Gesetze von USA, Deutschland, Australien gehalten, dann hätten die Devotees eigentlich Straßensang getan, recht schnell aufgeben müssen. Oh ja, klar. Also, es ist immer gemäß Zahl und Umständen und was ist die Motivation dahinter, aber man kann es halt missbrauchen, das kennt man halt auch. Muss man vorsichtig sein. Man kann es missbrauchen, das ist die Gefahr. Und also, gerade vielleicht eines ist vielleicht, wenn du das handeln kannst und du weißt, das ist jetzt eine kleine Sache, bei Rot über die Straße gehen oder was auch immer, für was man vielleicht auch eine Strafe bekommen könnte, das wäre eigentlich auch nicht kriminell, so ein paar Kleinigkeiten sind ja vielleicht, sind dann okay, wenn sie nicht unsere grundsätzliche moralische Bemühung unterwandern würden. Mhm. Ja, aber wenn so kleine Dinge dann immer meinen, ich darf das. Ja. Die Wohl ist manchmal so, ich darf das. Weil ich bin die Wohl. Jetzt fällt mir was ein auch, also mein Bruder ist auch Christ geworden in den letzten Jahren. Er hat sehr, also Wahrhaftigkeit ist ganz wichtig für ihn. Ja. Ne? Also das habe ich dann da so gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, wie oft wir auch so ganz aufs Sack getan. Ne? Ja. Und ich hab mal mein Musikvideo gemacht. Und dann habe ich so einen Fernseher gebraucht, der kaputt ist. Ja. Und dann kann man halt in Berlin auf den, wie nennt sich diese Höfe, wo man halt den ganzen Sperrmüll hintut. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, ja, Wertstoffhof. Wertstoffhof. Dann habe ich gesagt, ich brauche so einen Fernsehen. Nee, die können wir nicht rausgeben. Also wir dürfen das nicht rausgeben. Dann habe ich gesagt, dann habe ich ganz schnell auch so spontan. Ja, ich bin hier von Babelsberg Filmstudios. Ne? Ich war mit einem Kumpel von früher unterwegs. Aha. Und der war selber geschockt, so dass ich da so lüge. Also so, weil ich habe einfach so spontan, weißt du, so, weil es ja nichts ist, ja, ich tue ja kein weh, es ist ein kaputter Fernsehen, ich habe mal gebraucht, also so für das Video. Aber man ist halt so spontan, man lügt halt. Also so, und das hat man halt manchmal auch für Krishna vielleicht benutzt. Also nicht immer schlecht, aber das ist halt auch so, man ist manchmal auch, man vergisst manchmal so diese wichtigen Tugenden eigentlich auch und nutzt sie vielleicht in Situationen, wo man es nicht braucht. Also wo es wirklich, lieber ehrlich sein und das praktizieren vielleicht. Ist aber schlimm, wer ist immer ehrlich? Ja. Wer handelt nie zu seinem eigenen Vorteil? Und klar, einerseits möchte man sagen, ich bin strikt und bin immer wahrhaftig und so weiter. Oder man weiß, damit umzugehen vielleicht. Ich meine, Geschichten. Ramanujacharya, war das nicht so mit den war das nicht Ramanujacharya, der Diebe engagiert hat, um einen Tempel zu bauen? Ich kann die Geschichte von Nila Alva. Also Nila Alva war ja selbst ein Krimineller. Genau, also so in dem Sinne. Ja. Das sind natürlich Amsa-Avatare von Vishnu, da will ich jetzt. Also keine Ahnung, ne? Aber natürlich, klar, es gibt immer so, das ist die Schwierigkeit. Also, wo waren wir? Bei der Moral vorher noch. Ich kann mich noch gerne genau erinnern, wir haben noch gesprochen davon, wie die Votis ihre Moral aufgeben aufgrund von Glauben, ich bin Devotee und ich brauche jetzt nicht mehr gut sein oder so. Und da warst du eigentlich gerade im Dialog drin, im Monolog. Ich würde mal sagen, genau, diese, man lernt das ja schnell. Man benutzt die Philosophie für alle seine Sachen. Mhm. Also man kann alles relativieren. Ja, und es gibt ja genug Aussagen und wie gesagt, lass alle Dharmas hinter dir und ergib dich mir. Also das heißt, lass alle moralischen oder andere Pflichten hinter dir und ergibt dich, das ist das Höchste. Ja. Das heißt aber nicht, dass man das eben unreif macht oder ich weiß nicht was, also dass man das missbraucht. Und da gehört eine gewisse Reife dazu, aber ja, das ist halt die Kunst, immer gemäß Zeit und Umständen das genau Hand zu haben. Und wenn dann auch unmoralisches Handeln dann irgendwie mal publik wird, dann schadet das ja der Person oder der ganzen Bewegung. So in der Hinsicht ist ja nichts damit gewonnen. Genau, das ist ja auch das Ding. Also wir leben ja im Zeitalter des Streites und der Heuchelei und man muss ja ganz klar sagen, die heuchlerischsten sind natürlich die höchsten Ansprüche haben und deswegen Religion im Kali-Yuga, Gruppierungen sind natürlich oft das Schlimmste. Das ist ja auch, also gibt es ja zig, also Pfarrer auch, irgendwelchen Traditionen, die dann irgendwie
die Homosexuellen sind die Schlimmsten und dies und das. Und dann später Pfarrer wurde gefunden mit seinem homosexuellen und nimmt Drogen und ich weiß alles, dass er gegenpredigt oder Ehebruch und so. Das ist ja auch ganz oft so diese heuchlerischen Sachen so. Das ist wieder ein anderer Punkt, aber... Aber es stimmt schon, das sind Religionen, spirituelle Traditionen, die eben diese Reinheit wollen und anstreben, oder solche spirituellen Menschen, die kommen halt in Konflikt dann mit ihrer eigenen Bedingtheit und wollen das nicht wahrhaben, wollen es irgendwie wegbekommen, rationalisieren können es aber nicht und dann müssen sie ihren Gelüsten irgendwie im Verborgenen nachgehen, gerade wenn sie vielleicht schon so ein Image von sich aufgebaut haben, dass sie ja jetzt hier so befreit und heilig sind. Und dann und manche sind ja wirklich genau das Gegenteil von dem, was sie predigen. Also sie predigen das die Göttliche und sind auch total dämonisch noch dazu. Ja, ist manchmal auch, ich frage mich auch manchmal bei manchen, also auch Devotis manchmal, wie die das so psychologisch hinkriegen. Ne? Also weil die... Aber es ist halt, ja, wie du gesagt hast, das Ideal und das Real. Also man hat so eine hohe Philosophie und möchte gern so sein und man predigt das ja auch. Man muss ja, also man, wie beim Fahrradfahren, man schaut ja auch nach vorne, man schaut auch nicht mal auf den Boden, man muss ja immer ein bisschen, was, da wollen wir hin und so weiter. Aber dann oft halt eben diese, wo stehe ich da eigentlich, das wird dann total negiert oder ausgeblendet. Und ja, also... Ich meine, das gibt es ja auch im Fall mit den Mafiosis ein, ne? Die ja auch oft alle in die Kirche gehen, in Italien, sehr katholisch und so und dann auch, weißt du so, die irgendwie ist da kein Widerspruch. Sie verbinden alles mit Krishna. Ja, in der ja, Natur verbinden sie mit Krishna. Genau, aber es ist irgendwie, also es Karma-Yoga. Es sieht sehr schizophren aus, ja. Ne? Also, aber trotzdem. Funktioniert. Ja, zumindest, man kann sagen, zumindest. Zumindest so gemacht. Genau, machen sie so. Ne? Oder was auf. Also Jesus, ich werde jetzt den um die Ecke bringen, aber ich gebe eine kleine Spende an den Tempel. Ich also, weiß also ein atheistischer Mafiosi geht definitiv zur Hölle, aber ein gläubiger Mafiosi, der. Ja, der hat zumindest diesen Aspekt, könnte man sagen. Besser so als nichts. Und es gibt natürlich, genau, das ist halt auch so, wie gesagt, das ist auch wieder mit diesem, vorhin mit dieser moralischen Überlegenheit. Es gibt ja Atheisten oder Agnostiker, also sag mal, die einfach. Vielleicht einen höheren moralischen Kompass haben oft als spirituelle Menschen. Mag sein. Also es gibt sicher... Ja, wenn wir zum Beispiel das Vegane nehmen. Ich meine, das sind ja viele gar nicht religiös oder so. Das ist einfach so... Die machen es aus... Auch aus Nächstenliebe. Also nicht Nächstenliebe, Tierliebe. Tierliebe, ja. Umweltbewusstsein, Ökobewusstsein. Aber letztendlich, warum würde ein Atheist überhaupt gut sein wollen, wenn letztendlich gar kein Gut existiert? Naja, das ist halt genau das Ding, dass das... Also die... Intellektuellen Atheisten sagen halt eben, man braucht eben nicht, also man kann, auch wenn es danach nichts gibt, man kann trotzdem das Menschlichkeit, der Humanismus. Aber warum? Naja, weil einfach man ein Miteinander. Das einfach aber warum? Wenn nicht doch, schau mal, wenn mir die Menschlichkeit, die Nächstenliebe, Empathie hilft, okay, aber in einer Situation, wenn es mir nicht hilft, muss ich es ja nicht machen. Das Maß wäre ja nur meine eigene momentane Zufriedenheit. So Moral wäre ja nur ein Mittel zum Zweck zu meinem Glück, aber wenn die Amoral mich mehr glücklich macht, dann bin ich amoralisch. Klar, könnte man sagen, aber wie gesagt, ich denke, also was die halt sagen, der Punkt bei den meisten ist ja, man kann ja ein guter Mensch sein. Und trotzdem Atheist sein. Und trotzdem Atheist sein. Ja, natürlich. Oder aber es hat keine, ihre moralische Bemühung hat keine realistische Grundlage. Man wird nicht belohnt für die Moral, sag ich mal, in dem Sinne, im Nächsten, also mit vielleicht gutem Karma oder irgendwas, das haben die nicht, aber sie sagen halt trotzdem, also wir leben hier zusammen und ich kann trotzdem, also ja, das ist halt... Aber ich müsste nicht, oder? Ich denke, sie müssten nicht, nee. Deshalb meine ich, Moral ist aber weil du eben halt, weil eben der Mensch im Mittelpunkt steht, denken sie halt, der Mensch ist ja so... Na, aber steht der Mensch, die Menschheit oder das Individuum im Mittelpunkt? Eigentlich müsste ja das Individuum im Mittelpunkt stehen. Auch die Menschheit wäre ja auch nur Mittel zum Zweck für meine momentane Zufriedenstellung. Ja, müsste man einen Atheisten einladen, der das aber tiefer erklärt. Ja, ich denke auch. Also ich habe immer gehört vom Nihilismus auch oder vom Existenzialismus von Camus, dass er doch tatsächlich sagt, es gibt keinen Sinn des Lebens, den musst du dir selbst schaffen. Und letztendlich ist Selbstmord die einzige Lösung für einen Atheisten, weil... Gerade wenn du verstehst, dass der Sinn total flexibel und unnötig ist, kannst du dir gleich die Kugel geben. Ja, also ich denke auch, also wenn ich jetzt ein Atheist, ich wüsste auch nicht, wieso ich dann noch das ganze Ding, wieso mache ich denn meinen Job noch? Ja. Also so,
Oder wieso mache ich also dieses Warum quält man sich so? Ja, klar. Sisyphus, natürlich. Darum hat er in Sisyphus geschrieben. Ja, genau. Aber ja, ich glaube, da ist halt eben das, diese einmalige Erfahrung. Ja, das ist auch... Nee, ich glaube, es ist intuitiv, ja, das sträubt sich was dagegen. Das glaube ich auch. Das ist und es ist ja also einfach, wir sind ja so ein kosmischer Zufall. Ne? So irgendwie... Ja, also für mich, wie gesagt, ist kein sinnvolles Weltbild und ja, mir fehlt auch das irgendwie, ich kann das auch nicht zu Ende denken, also da kommen dann zu viele, wie sagen wir, Widersprüche. Aber ja, es gibt ja oft, wie gesagt, es gibt halt oft eben Atheisten, die halt eben auch die Moralkeule, gerade gegen eben religiöse Menschen, weil die ja eben, wie gesagt, Wasser predigen und Wein trinken, Wasser, genau. Ja, ist nicht so einfach. Ja, dafür müssen wir uns als Devotees schützen. Wir müssen authentisch sein, ehrlich sein, gut sein, Mensch sein. Ne? Ja, ich denke, das Authentische, das ist wirklich so wichtig. Also ich hatte das so ein bisschen, ich bin so ein bisschen geheilt. Ich meine, du kennst es ja auch als Brahmachari. Gerade bei der indischen Bevölkerung hat man ein hohes Ansehen. Also so, und ich hatte dann damals den Tempel da geleitet in München. Einige indische Gemeindemitglieder, die haben mich auch auf so einem, ja, nicht, also die haben es nicht, aber mehr Respekt gehabt, sag ich mal, als danach. Sagen wir mal so. Und auch andere. Und ich habe selber auch ein gewisses Bild von mir aufgebaut, weil ich wollte ja auch ein gewisses Ideal anstreben und dann habe ich halt gemerkt, nee, das bin ich ja alles gar nicht. Und wenn das alles mal so diese Maske und dieser Druck vielleicht auch, der gar nicht bewusst ist, so abfällt, also ich bin, meine Frau sagt das auch immer wieder, ich bin oft, wenn mir einer sagt, ja, das macht man doch nicht als Devoti oder so, oder irgendwie, oder mich so in so einem, auf so eine Stufe stellen will, oder wie ich sein soll oder so. Denn ich gebe dann wirklich, also total das andere Bild. Mhm. So, also wenn einer sagt, ja, aber wie, keine Ahnung, also es ist manchmal so eine, ja, wie soll ich das ausdrücken? So eine gewisse. Rebellion. Ja, genau, ich bin dann so ein bisschen extrem dagegen, weil ich habe so eine Allergie mittlerweile, dass ich für jemanden so sein soll, wie er mich gern hätte. Mhm. Also so, du musst doch so sein. Du bist ein älterer Devoti, du musst doch so sein. Mhm. Oder du bist doch, keine Ahnung was. Also so. Und da bin ich total, also, damit sowas gar nicht mehr entsteht. Aber das ist halt so eine Erfahrung auch. Und das ist auch für mich total befreiend. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand, also nur weil ich, ja, also, genau. Man kann, ich bin der, wer ich bin. Und das heißt nicht, dass alles schlecht ist, aber auch nicht alles gut. Aber es ist halt authentisch. Ne? Ja. Fertig. Naja, muss man, glaube ich, seine Erfahrung so im Leben machen. Ne? Aber Authentizität soll nicht auf Kosten gehen, auf Kosten der Bemühung gehen, sich zu verbessern. Genau. Und das heißt auch nicht, man kann alles rechtfertigen. Ja. Born this way, da waren wir. Das heißt, natürlich habe ich eine gewisse Natur mitbekommen und da habe ich eine gute Tendenz, schlechte Tendenzen. Das heißt nicht, dass ich einfach alles schlecht machen kann und sagen, ich bin halt so. Und das so rechtfertigen. Ja. Gott hat mich so geschaffen. Ja. Also ich bin jetzt einfach schlecht zu allen und tut das sagen, Gott hat mich so geschaffen. Stimmt auch gar nicht. Wir haben uns selbst so geschaffen. Ja. Durch unsere Handlungen, Karma und so weiter. Und freien Willen. Man kann sich immer entscheiden. Einer der wichtigen Achayas, Tom, ich glaube, ich treffe zwei, Tom Araya von Slayer. Kennst du Slayer? Ja. So eine ganz schlimme Band. Ja. Ich war mal auf einem Konzert Bücher verteilen. Ach ja? In Amerika. Okay. Oh. Also am Parkplatz. Okay, die sind also schon ein bisschen heftiger. Slayer aber der waren da und diese einen mit den Masken, Slipknot. Ah, okay. Und die zwei waren die großen Bands. Ja, also und am Parkplatz haben wir Bücher verteilen. Das Witzige ist, dass der Sänger von Slayer anscheinend bekennender Christ ist. Aha. Das wusste ich früher nicht, aber anscheinend schon sehr, sehr lange. Okay. Man habe natürlich diese ganzen Cover und ein Ding, also richtig krass. Ja, es kommt total rüber, aber er sagt, er ist Christ. Aber er hat eine Sache hat er mal gesagt, die fand ich ganz interessant, dass jeder, also dass das Böse, das ist vielleicht auch seine Faszination, eigentlich weiß jeder, was böse ist. Also, wenn man was Böses tut, man weiß es eigentlich. Man weiß ja nicht immer, was ist das Richtige, das ist schwieriger schon. Aber man weiß eigentlich auch, was das nicht, das Schlechte ist. Und deswegen, jeder hat immer, glaube ich, einen freien Willen und weiß eigentlich in der Situation, dass es nicht manche gut. Menschen sind schon weit weg von diesem Empfinden, weil es gibt schon krass, also ich halte mich momentan manchmal auf Twitter auf, also X, und ich muss ich hatte jetzt, sage ich mal, einige Zeit Abstinenz von sozialen Medien,
ein paar Wochen. War richtig nice, war wirklich Bajan-mäßig unterwegs. Und jetzt hat es mich wieder, okay, genug, jetzt schauen wir mal, was in der Welt los ist. Und gerade diese Plattform, weil da ja jeder alles Mögliche teilen kann, da sind so viele schreckliche Dinge, so viel Gräueltat, so viel Gewalt, wo irgendwer zusammengeschlagen wird in einem Bus und so und jemand hat es aufgenommen, was du sonst nicht siehst. Und es ist erschreckend, wie bösartig manche Menschen sind. Ja, ja, es ist wirklich erschreckend. Also ich habe auch, wie gesagt, mein Facebook schon abgegeben, bin eher auch ab und zu auf Twitter, aber auch anonym, damit ich will keine, mit irgendjemandem keine Folge, also wie sagt man, Follower haben oder so. Also es ist eher so, dass ich mich informiere. Ja, genau. Aber ich habe halt auch gemerkt, eben weil ja eben die Medien, da, also es ist ja praktisch das direkte Medium. Das heißt, du kannst irgendwas reinstellen und dann sehen es die Leute. Du musst jetzt nicht mehr an ARD schicken oder an ZDF und dann überlegen die, ob das irgendwie veröffentlicht oder nicht. Das ist halt das Gute. Also es ist kein, kann man sagen, keine Zwischenpartei da drin. Aber es wird halt eben nur schlechte Sachen geteilt. Es ist selten, dass wirklich gute Sachen geteilt werden. Richtig. Und ich habe auch gemerkt, also ich schaue mal, habe ich das jetzt abonniert? Ja, ja. Und dann habe ich es nicht abonniert. Und dann kommt da, denke ich, das ist meine Timeline. Ja, das wird ist ganz schön brutal. Ja. Und ich habe die nicht abonniert. Wie richtig. Also es ist natürlich so ein Algorithmus, wo man auch denkt, manchmal, was haben die da, was ist jetzt die Idee dahinter? Also wieso? Ne? Na, ich glaube, bei mir sind das eher manchmal so Leute, die halt aufzeigen wollen, wie schlimm es um die Gesellschaft gerade steht, und dann werden halt ähnliche Dinge geteilt. Das sind gerade ja diejenigen, die halt das, sag ich mal, Verschwörungstheoretiker und halt dann, was ja meistens auf Ex sowieso ist, ne? Genau. Und die halt zeigen, was für Missstände gerade gibt, die ja die Medien nicht zeigen, und dann kommt man in so einen Sog rein, glaube ich, und ja, da sieht man aber wirklich eine Gewalttat nach der anderen, wo man schon richtig Angst bekommt. Oh, gerade jetzt, wo ich nach Deutschland fliege, denke ich mir, oh Gott, ich will da gar nicht hinfliegen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich habe in Berlin gelebt, ne, 14 Jahre. Ja. Und habe ich irgendwann einen Spiegel TV über die Araber-Clans Reportage gesehen. Ich dachte, oh, ich habe richtig Angst gekriegt. Ich dachte, ich lebe in Berlin. Ja. Aber es war eine völlig in anderen Parallelwelt. Ich hatte damit nichts, ich bin da nie in Kontakt geraten. Du warst doch nie in dem Stadtteil. Nee, ich war in den Stadtteilen auch, aber halt zu Tag, also in Wedding, ich habe sogar in Wedding mal gelebt, also ich ich sag mal so aus Spaß, ich war einer der zwei Deutschen in dem ganzen Viertel, ne, also so alleine, ne, bin sogar nachts da irgendwie rumgelaufen, habe eine Runde gechattet und ich habe nie Probleme gekriegt. Ja. Aber wenn du das so in einer Reportage kriegen, was da alles, kriegst du es mit Angst zu tun, ne. Aber es sind so Parallelwelten halt einfach. Ja. Ne? Und ein Punkt noch zu dem, wie gesagt, eigentlich, dass jeder weiß, was schlecht ist. Das stimmt, aber jetzt ist mir gerade eingefallen, ganz viel Schlechtes passiert im Namen von Guten. Mhm. Also die Christen sagen, die Ungläubigen, wir müssen sie alle töten. Mhm. Zum Beispiel im Namen, naja, heute nicht mehr, aber früher. Ja. Also im Namen von Gott töte ich oder im Namen von Gott tue ich die unterdrücken. Im Namen von Gott bin ich, also alle Homosexuellen müssen in die Hölle und im Namen von Gott, also oder im Namen war ich halt, im Namen von der Demokratie. Das ist eher das heute, passenderes Beispiel. Heutzutage das von den Christen. Das, naja, das war so die Vergangenheit, sage ich mal. Und jetzt heute ist halt im Namen von der politischen Ansicht. Im Namen vom Klima. Ich meine, das ist ja wirklich unglaublich, wenn man diesen Gedankengang bringt. Aber im Namen vom Klima muss ich irgendwelche Gemälde zerstören, was ja die letzte Generation macht. Ja. Aber da sieht man, wie gefährlich Ideologie sein kann. Ja. Und ob das jetzt religiöse Ideologie ist oder jetzt auch eben weltliche Ideologie, darum sagen ja manche zu dieser ganzen Öko-Bewegung oder den Grünen, das ist auch mittlerweile eine Sekte. Definitiv. Super fanatisch, super engstirnig und man lässt überhaupt keine anderen Meinungen mehr zu. So Ideologie kann sehr gefährlich sein. Veganismus ist auch eine Sache. Ja, also es kann richtig radikal sein und dann, anstatt dann einen vielleicht mal zu inspirieren, irgendwie erstmal einen Sonntagsbraten weniger, ist es nur so. Und sonst bist du ein Mörder, also ich weiß nicht, was alles. Ja. Also, und man, aber im Namen, weil ich tue das Richtige, ich bin moralisch überlegen, deswegen darf ich das. Mhm. Aber man tut manchmal sehr viel Unheil eben an. Und man muss sich halt immer wieder hinterfragen. Und ich glaube, das kommt dann langsam im Alter, dass man vielleicht manche Trips schon mitgemacht hat und dann eher gemerkt hat, hey, ist das jetzt noch okay, auch wenn ich diese Überzeugung habe, kann ich so weit gehen? Andersdenkender Devotis hatten vorhin auch mal so das Gespräch. Mhm. Die sind nicht autorisiert, die sind nicht das und sowas. So, und die können nie Krishna erreichen und nur wir und ich weiß nicht was.
irgendwann, ja, das kannst du eine Zeit lang mitspielen und dann hast du das Gefühl, ich bin im richtigen Lager. Ja. Weißt du, aber es geht ja nicht ums richtige Lager. Also es geht darum, dass du hast deine Beziehung mit Gott. Genau. Und du suchst eine Gemeinschaft, die dir dabei hilft. Ne? Und wenn der andere die anders machen, das muss ja Krishna entscheiden, ob es dann richtig ist oder nicht. Also, naja. Und wahres Krishna-Bewusstsein unterstützt diese Einstellung vollkommen, dass man sieht, jeder ist auf seinem Weg zu Krishna, jeder hat sein Leben zu leben und dass man tatsächlich Liebe, Wertschätzung für alle Lebewesen hat. Ja. Ja, und dann ist alles okay. Und vieles ist ja auch vielleicht so ein bisschen, wie du sagst, na, Lager, institutionell und so weiter. Und auch das ist letztendlich nur eine falsche Trennlinie. Ja, Upadis, ne, wie man sagt. Also eine falsche Identifizierung. No. Ich bin jetzt von ISKCON, ich bin jetzt ein Devoti und weiter. Also ja, mittlerweile ist ja, ich bin ISKCON oder ich bin Gaudiya Math oder ich bin jetzt in dieser Parivar. Das ist ja so fast schon das Neueste. Die traditionell echten Parivars. Ich bin Nityananda Parivar, Advaita Parivar und ISKCON weiß da ja gar nichts drüber, noch nie was davon gehört, dass es überhaupt was gibt und die wahren Linien. Mhm. Also das ist das neue ISKCON. Ich meine, vor ein paar Jahren war, vielleicht Jahrzehnten vielleicht, ISKCON war wie eine Art Counterculture, war die positive Alternative, die Wahrheit so auf die Art. Mittlerweile ist ISKCON das Establishment. Mhm. Wir sind schon Teil des Systems. Und jetzt gibt es halt die neuen Ansichten. Und es ist interessant, es gibt zwei Extreme vielleicht, Traditionen, Traditionsarten, rechts und links von ISKCON, könnte man sagen. Das eine sind eben die Ritviks, die ja meinen, den Durchblick zu haben und durch ISKCON durchschaut zu haben und sich vollkommen lösen, auch von Missbrauch des Gurus, weil es gibt ja nur Prabhupada und sonst nichts. Nur Prabhupada-Schüler. Und nur Prabhupada-Schüler. Es gibt nur Prabhupada-Schüler, wir sind alle verbunden mit Prabhupada. Mhm. Ja. Und das andere Extrem, zu dem viele auch hinströmen, sind eben diese traditionellen Parivars, die ja der Gegensatz ist zu Ritvik, wo man sagt, nur mit Guru, nur mit dem echten Guru, der verbunden ist mit einer physischen Linie von Gurus, weil die haben wir ja als ISKCON auch nicht, wir haben ja eine Shiksha-Linie, eine Diksha-Linie, nur dadurch funktioniert es, nur das ist die Wahrheit und nur durch den Guru bekommst du die Wahrheit vermittelt. Und das sind so ein paar Trends, die man gerade so rechts und links von ISKCON sieht. Ne? Ja, also es gab es ja in der Vergangenheit auch schon, nur mehr, jetzt wird es halt einfach mehr bewusst. Zugänglich. Oder wegen dem Internet, würde ich mal sagen. Ja, also sagen wir so, diese Gruppen, die ja jetzt nicht wirklich große Bemühungen gemacht haben, in den Westen zu kommen früher. Nee. Die haben jetzt natürlich leicht über das Internet und oft durch westliche Schüler, die ja dann auf die stoßen. Also ganz kurz, ich denke 90% aller des Zustroms zu allen Non-ISKCON-Vaishnava-Gruppen kommt durch ISKCON. Ja, ja, natürlich. Kommt nicht durch ihre eigene Bemühung, berechtigt, unberechtigt, was auch immer, aber das ist die Tatsache. Ja. Ich weiß auch manchmal nicht, also ja, man denkt ja immer so, wenn man aufrichtig ist im Herzen, dann schickt Krishna einem den richtige Person. Das ist ja eigentlich so das Prinzip. Ja. Also so, willst du wirklich Krishna, dann schickt Krishna dir Guru. Willst du wirklich, dann gibt Guru dir Krishna. So war es irgendwie. Ne? Aber ich sehe auch viele, viele ernsthafte Devotees, die Einladung von einem Spiritual Meister genommen haben, der heute gar nicht mehr als Spiritual Meister fungiert. Ja. Ne? Da dachte ich auch so, hey, was ist das? Aber vielleicht ist das, es ist ja trotzdem, also die sind ja trotzdem ernsthaft und die machen ja weiter auch. Also vielleicht einfach ein wichtiger Aspekt, der gelernt werden muss da irgendwie. Ne? Also es ist, man muss sich ständig hinterfragen und ja, wenn es, also wie gesagt, mit dem Parivas oder was immer, wer Liebe hat zu Gott, hat Recht. Also ja. Und man muss einfach, wie gesagt, seiner, wie im Fußball, also sorry, wird schon auffällig, meine Tendenzen hier. Aber ja, du hast einfach einen gewissen Stil. Es gibt den Tiki-Taka-Fußball, Ballbesitz-Fußball. Wurde zeitlang, also das beste Fußball. Gibt es das überhaupt noch? Ist mittlerweile out. Also so. Jetzt ist mehr so dieser Pressing, Counter-Pressing heißt das, glaube ich, im Englischen. Das ist jetzt das Neueste oder so, ne? Es sind beides legitime Stile, ne? Und wenn du das, oder noch ein, weiß ich nicht, Otto Rehhagel, ne? Kennst du den? Ja.
Das ist so ein alter deutscher Fußballtrainer. Der hat dann irgendwann die griechische Nationalmannschaft trainiert. 2004, oder wann war das? Ja, da war ich noch voll absorbiert. Ich habe es nicht. Ah, doch, habe ich dann. Ja, habe ich glaube schon verfolgt. Amerika, und ich habe nur gehört, dass Griechenland. Ja, ja, auf jeden Fall Griechenland Europameister, genau. Und, genau, ja. Und er hat, ich sag mal, er hat immer gesagt, ja, moderner Fußball ist zu gewinnen. Mhm. Also, er hat dann vielleicht, es gibt so modernen Fußball wunderschön gespielt, aber wenn du nicht gewinnst, moderner Fußball ist immer, also Fußball ist immer da, um zu gewinnen. Egal welcher Stil. Und deswegen, mag so viele Stile geben, wenn du Liebe zu Gott kriegst, perfekt. Also, und man muss nicht unbedingt Vertrauen verlieren, weil da als einer ist, der das so macht oder so macht. Ja. Man kann natürlich darüber reden, weißt du, in einem höflichen Rahmen, also respektvollen Rahmen. Warum machst du das so oder wie sehen wir das? Warum machst du das so, genau, so und so genau. Und man muss vielleicht nicht immer, also ich bin ja auch, wir sind auch alle nicht jetzt Acharyas, die da irgendwie das etablieren müssen oder so. Man kann einfach fragen, hey, wieso machst du das? Und aha, so seht ihr das? Wirklich? Ist das aber, wir haben das historisch, unsere Geschichte ist, sagt das eher so. Also man kann ja eigentlich mit den Leuten nochmal reden. Ja. Und da ist fehlt halt auch vielleicht die Unreife, hat gefehlt, dass man das einfach sich so offen austauscht. Ja. Ne? Und wenn man weiß, wo man zu Hause ist, kann man gerne Besuche Hausbesuche machen. Ja. Und den Besuche empfangen. Und Besuche empfangen, genau. Aber genau, deswegen wird halt oft vielleicht empfohlen, am Anfang sich erstmal mit einer Sache zu beschäftigen. Das sowieso, auf jeden Fall, klar. Und Das Symptom, wenn du sagst, Liebe zu Gott, ich meine, Liebe zu Gott ist sehr hoch, aber es gibt ja schon Symptome, die darauf hinweisen, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man einfach glücklich ist. Weil manche, die Devotees, denke ich, die lassen sich die Suppe versalzen, wie sagt man, oder sich verunsichern, denen geht's gut, passt alles, sind happy, aber plötzlich kommt so, nein, das stimmt nicht, was hier gemacht wird und du musst es so machen, weil hier und da und der Guru oder diese Schrift und so weiter, ah wirklich, wusste ich gar nicht, nein. Und dann werden sie eigentlich verunsichert, obwohl eigentlich alles passt. Mhm. Also ich merke schon manchmal, dass es diese Flüsterer gibt, die eigentlich nicht predigen, sondern einfach nur Leute in ihr Camp ziehen wollen. Das gibt's auch. Ja, also das ist so, wo ich auch mich total gegen wehre. So dieses, komm zu uns, bei uns ist alles besser. Ja. Also das haben wir alle schon erlebt, haben vielleicht selber auch mal haben so selber gesagt. Haben selber auch gemacht, genau, vielleicht, ne? Ja, klar. Aber das ist dann wirklich, was mich abtönt. Egal, wie toll dieser Devoti spricht oder auch sein mag. Sobald sowas kommt, so eine Tendenz, komm zu mir, weil ich kann dir mehr geben. Also oder dein Guru ist ja nur ein Matyam Adhikari. Ja, wenn überhaupt. Genau, also wir kennen es ja auch. Wenn überhaupt. Heutzutage genau, ist er nicht mehr Kanisht, da wäre ja auch okay, aber das ist ja nur falsch. Wir wissen ja auch über die Gruppe von Narayan Raj, die haben auch mal gepredigt, du brauchst einen lebenden, reinen Gottgeweihten. Ja. Und als er dann gegangen ist, haben die trotzdem weitergemacht. Also genau das gleiche Prinzip wie bei uns. Also es ist immer so zeitweilige Trends, sag ich mal. Aber genau, wenn eben das nicht ist, dann bin ich sehr inspiriert von anderen zu hören. Auch einfach aus Neugierde auch. Und jemand, der wirklich so eine gewisse Reinheit hat, der wird dich also auf jeden Fall ermutigen. Also, denke ich mal. Dass man nicht sagt, okay, du musst jetzt das alles aufgeben und komm zu mir. Weil er hat ja, was hat er denn davon? Ja, was hat er davon? Was braucht er denn dann? Genau. Ja. Der guckt also, ja auch, was dein spirituelles Wohl ist, sozusagen. Eigentlich, genau, so sollte es sein. Also, ja. Es gibt auch Vaishnavas in ISKCON, also Gurus. Das sind die Schüler, haben den praktisch rejected und sind woanders hingegangen, aber irgendwie respektvoll und trotzdem ist noch eine Beziehung da. Also trotzdem wird noch alles Gute gewünscht, sage ich jetzt mal. Und also nicht rejected ist ein falsches Wort, dann vielleicht eher woanders Shiksha oder sogar Diksha vielleicht gesucht und mit dem Wohlwollen des Gurus. Ja, genau, vielleicht das. Weil rejecten würde ja heißen. Ja, hey, ja. Naja, man kann sagen, den Weg. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, vielleicht wir haben ja einen gewissen Vorgang, bei uns ist das Chanten, der heiligen Namen und eben nicht diese Siddha Pranali und nicht Astakalia Lilas machen, also nicht in diesen frühen Stadien zumindest. Und es gibt dann halt andere, die das eben schon früh lehren. Genau. Und dann hast du dich halt praktisch, du hast diese Linie rejected, kann man sagen. Ja. Ne? Aber du bist trotzdem dankbar, was du gelernt hast und was dich vielleicht aus dem materiellen Sumpf rausgeholt hat. Und dann ist selbst der Spiritual Meister, sagt ja, also ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Klar. Und man muss nicht irgendwie so sein. Also ich denke, das ist für mich reifer als irgendwie, sicher. Du hast mich verlassen. Und nee, klar. Das ist dann auch wieder Ego wahrscheinlich. Ja. Weil es immer ist ja letztendlich immer der Freiwille und die Entscheidung des Individuums wichtig. Ja. Und ob es die richtige oder falsche Entscheidung ist, liegt an dem Individuum und dann nicht am Spiritual Meister. Und dann musst du auch losgelöst sein. Mhm.
Aber um abschließend nur zu dem Punkt noch einmal zu sagen, wir haben vollstes Vertrauen, ich habe vollstes Vertrauen in den Weg, den Prabhupada gegeben hat und den Bhaktisiddhanta gegeben hat, dass durch den heiligen Namen alles möglich ist. Und ich habe erst vor kurzem gehört in einem Vortrag, dass Bhaktisiddhanta Saraswati hat 9 Jahre lang jeden Tag 192 Runden gechantet. Und danach gesagt, durch den heiligen Namen kommt alles. Ja. Also. Wer kann das, ne? Ich meine, auch hier, Prabhupada hat zweimal Babaji-Einweihung gegeben. Ne, in Indiscon, was ja eigentlich. Aber die waren gar nicht auf dieser Stufe halt. Ja, ne? Also Babaji zum Chanten jedenfalls. Nur Chanten. Ja. Wie gesagt, einer hat in, hier in Mayapur und dann hat er gesagt: Hey, Prabhupada, ich kann gar nicht chanten, ist überall so laut. Das ist schon eine erste Disqualifikation, weil eben auf dieser Stufe, das ist halt eben nicht. Also es ist nicht, dass irgendwie manche Sachen verboten sind, aber du brauchst halt die Qualifikation. Und ich kann jetzt nur für mich reden. Ich als Westler kann eben nicht nur da sitzen, meditieren, intern und so weiter. Also für mich ist das der richtige Weg. Und der ist schwierig genug. Also da bin ich noch so weit weg. Ne? Wenn das jemand kann oder mehr da die zu. Also okay. Aber ja, das ist halt für mich, habe ich auch da das feste Vertrauen, dass das Richtige ist und. Dass die Acharyas, also speziell Prabhupada, Bhaktisiddhanta, die richtige Vision hatten, letztendlich für die ganze Welt einen Prozess zu geben, der am leichtesten und effektivsten ist in der Hinsicht. Ja, und eben halt, wie Prabhupada selber sagt in der Gita, dass eben das eigene, meine eigene spirituelle Befreiung oder Prahlad Maharaj. Also er sagt ja, viele Yogis gehen in die Himalayas. Und, ne, aber ich will lieber die Fools and Rascals, also die Schurken, helfen. Liebe zu Krishna zu geben. Ganz wichtiger Punkt. Also er macht sich über seine eigene Befreiung gar nicht so viel Gedanken. Richtig. Und Prabhupada sagt auch so, also sein Fokus, das war die Erleuchtung oder sein so ein Aha-Erlebnis. Vishwanath Chakravarti Thakur, Erläuterung 241, Bhagavad Gita, wo halt eben die Anweisung des Büttermeisters sehr stark betont. Und das war Prabhupads Weg. Ja. Ne? Und er hat wirklich, also er hat sich nicht Sorgen gemacht, aber ich verlasse jetzt Vrindavan, gebe meinen Körper vielleicht nicht in Vrindavan auf. Oh mein Gott, wie schlimm. Nee, das ist höher. Ne? Und also das ist das, was ich mache. Möge der Himmel einstürzen oder die Hölle aufgehen, das ist der Fokus. Mhm. Und alles andere ist ja nicht in meinen Händen. Also es ging nicht, ich möchte meinen Lilas machen am Genießen. Da ging es wirklich um eine andere Ebene, einen anderen Ausdruck von Liebe zu Gott. Ja. Das, wie gesagt, kann er beides, also bestimmt beides. Ja, Prabhupada sagt ja, Bhajananandi Goshtyananda. Genau, genau. Und das auch in ISKCON gibt es mir halt auch mehr, also gibt es nicht mehr, aber gibt viele auch, die dieses Bhajananandi, die mehr so kultivieren, aber weil sie eben in einer Predigerbewegung sind, auch automatisch dazu beitragen. Ja. Alles legitim, aber das ist halt sein Weg und ja. Amen. Amen, ja. Om Tat Sat. Okay, Shyam, danke vielmals fürs Gespräch. Ich hoffe, es war irgendwas Sinnvolles dabei, ist einfach nur mal so. Ja, wir werden es an den so reflektieren. Klar, an den Kommentaren und in den Likes und Dislikes sehen, wie gut es gefallen hat. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, abonnieren, liken, disliken, wenn es nicht gefallen hat. Genau, oder? Wir sind Kommentar. Ja offen. Gleich einen Kommentar reinschreiben. Hey, das war. Lad den Jahr nicht mehr ein. Ja. wie sagt man da? Den Offender. Den Offender, genau. Den Mayavadi, Sahajya. Weltliche Psychologie und Kami. Kami und das ist alles Kamis. Veganer. Also ich bin keiner der eben, genau. Ja, hier muss man nicht vegan sein. Ja. Also, man geht davon aus, dass eben die Einheimischen, und man sieht es ja auch sehr oft, wirklich ihre Kühe gut Acht geben. Ja, ja, also, kriegst du Milch von Devashish, oder? Ich muss sagen, ich trinke trotzdem sehr wenig Milch, aber für meine Tochter haben wir und das von Devashish. Und der hat, ich bin da schon ein paar Mal vorbeigefahren, also schöne Goshala. Ja. Ich hoffe, dass die alle ihren natürlichen Tod sterben. Das müsste man noch herausfinden. Also es scheint wohl so zu sein, weil er ist ja auch einer, der jetzt diese Tradition lebt. Er ist ja auch ein Devoti. Ich denke, die werden gut behandelt. Also das ist ja das Ding. Das ist ja die positive Alternative. Richtig. Veganismus ist eher so eine Negierung von dem bestehenden System. Ja. Um das nochmal klarzustellen. Zum Schluss nochmal als Botschaft mitzugeben. Ja. Okay, Shyam, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Hare Krishna. Thank you.